2. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Sie können mich leider nicht sehen, weil meine Kamera gerade ausgestiegen ist. Aber wir sind dabei, das technische Problem bei mir zu lösen. Aber auf mich kommt es gar nicht an. Ich möchte eigentlich direkt übergeben an den Privatdozenten Dr. Richard Taubert, der bei uns in der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie für die Lebertransplantation der primär verantwortliche oberärztliche Kollege ist und der auch maßgeblich dieses Programm heute zusammengestellt hat. Spannendes Thema und ich glaube, es ist am besten, wenn Richard Taubert uns begrüßt, in das Programm einführt. Ganz vorweg möchte ich mich schon einmal bedanken bei Herrn Baumgärtner von Biotest und Herrn Hummel von Chiesi, die uns heute hier unterstützen. Und ansonsten vielen Dank, Richard Taubert. Ich übergebe einmal an dich. Ja, danke, Heiner, für die Anmoderation. Liebe Patienten, Ärzte, Kollegen zu Hause an den Bildschirmen, Handys, Tablets, wo auch immer. Wie Sie an dem Programm sehen, ist Lebertransplantation immer eine Teamarbeit. Und das spannt sich auch von der Chirurgie über natürlich ganz viel Gastroenterologie, wo wir Ihnen heute was zu vor allem Gallenwegserkrankungen zeigen wollen und auch Lösungsmöglichkeiten von der Endoskopie, bis natürlich hin zu Kollegen von der Sportmedizin, die zeigen sollen, wie man sich körperlich belasten kann nach einer Transplantation. Das ist ein Thema, was auch immer wir in der Ambulanz viel gefragt werden. Und ich glaube, wir wollen die Zeit auch viel für Ihre Patientenfragen nutzen. Und von daher würde ich sagen, wir steigen schon mal ein in die Vorträge. Wir setzen die Chirurgen aber ganz gerne am Anfang, weil das ist natürlich das A und O. Wir können nicht über Lebertransplantation reden, wenn die Organe nicht irgendwie in den Bauch kommen. Und da gibt es ganz spannende neue Entwicklungen. Und das wird uns Florian von Rahn, einer der Teamleiter aus der Viszeral- und Transplantationschirurgie für das Transplantationsteam, uns vorstellen. Florian, bitte zeig uns deine Sachen. Ja, lieber Heiner, lieber Richard, sehr geehrte Patientinnen und Patienten, ich starte mal meinen Bildschirm. Ich hoffe, dass mein Vortrag jetzt zu sehen ist. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe die Ehre, Ihnen ja, ganz neue Daten zu zeigen zu einer neuen Technologie, die in der Lebertransplantation eingeführt wurde, die Maschinenperfusion. Davon haben Sie vielleicht schon was gehört. Und das Ziel meines Kurzvortrages wird es sein, Sie einmal mitzunehmen, warum tut es eigentlich Not, dass wir hier weitere Entwicklungen vornehmen? Wie ja, sieht das eigentlich aus? Was passiert da eigentlich? Und dann will ich Sie ganz kurz mitnehmen, was für eine Datenlage da ist, also dass wir schon sozusagen sehr viel mehr darüber wissen, auch wenn das im klinischen Alltag vielleicht noch gar nicht so ganz angekommen ist. Und ja, auf diesen kleinen Exkurs möchte ich Sie gerne mitnehmen. Beginnen möchte ich einfach nur mit der Einleitung, das werden Sie alle aus der Presse zumindest spätestens kennen, dass wir das Problem haben, dass wir zu wenig Organe zur Verfügung haben für die Patienten, die wir behandeln wollen. Wobei man schon sagen muss, wir haben gar nicht mehr alle Patienten auf der Warteliste, die man vielleicht sozusagen auch behandeln könnte, weil man einfach schon irgendwie da ich sag mal, triagieren muss. Also wir sind schon restriktiv, wirklich sind angehalten, da wirklich das nach Outcome sozusagen dann dort auch die Patienten entsprechend zu beraten. Und das setzt uns natürlich schon immer wieder unter Druck. Das heißt also, das ist eine Baustelle, die jetzt vielen Jahren da ist, wie Sie auf diesem Slide sehen können. Und das heißt, diesem Thema widmen wir uns jeden Tag. Was ist der aktuelle Lösungsansatz für diesen Organmangel? Und da fällt dieses Stichwort, das hören Sie auch immer wieder, marginales Organ. Das ist ganz schwierig zu fassen. Ganz kurz, ohne das jetzt weiter zu definieren, geht es darum, dass das Patienten sind, die wir vor vielen Jahren gar nicht erst für eine Transplantation von der Spenderseite her akzeptiert hätten, wo man aber aufgrund der Not inzwischen gesagt hat, man guckt sich das an, hat festgestellt, es funktioniert gut und das ist Alltag. Wie sieht sowas aus, wenn wir einmal in die MAH gucken? Da habe ich ja einige Kriterien mal rausgefasst. Das sind Alter, der BMI des Patienten, also sprich Adipositas, wie die vorliegen könnte, und auch die kalte Chemiezeit des Organs, sprich wie lange ist so ein Organ außerhalb des Körpers. Und wenn man sich das anschaut, dann solche Kriterien, wenn man die sozusagen zugrunde legt, haben wir in der MAH schon fast 50% der Organspender, die diese Kriterien erfüllen. Wenn wir auf 2018 gucken und wenn man mal auf eine größere Zeitachse von 20 Jahren guckt, dann sieht man, dass zum Beispiel für diesen BMI des Spenders hier eine stetige Entwicklung ist, eine Verdreifachung dieser Kohorte, von der ich gerade gesprochen habe. Das heißt, wir müssen uns diesem Thema widmen und da kommt man an den Punkt der Organkonservierung. Sie alle wissen, dass die Organe außerhalb des Körpers entsprechend sein müssen für eine Zeit.
Da ist in der Regel die sogenannte Lagerung auf Eis, wie man das umgangssprachlich sagen würde, die wir da verwenden, also den Transport des Organs aus dem Spenderkrankenhaus in das Transplantationszentrum. Das hat viele Vorteile, das ist einfach umzusetzen, ist nicht mit vielen Kosten verbunden und ist auch eine sehr sichere Methode. Ich sehe nachher nochmal, wie lange das, das Ganze schon gibt, aber hat auch einige Nachteile. Wir wissen, dass die Organe in ihrem Metabolismus beschränkt sind, dass das nachteilige Effekte mit sich zieht, dass sogenannte Ischämie-Reperfusionsschäden auftreten, sprich in dem Moment, wo das Blut wieder in das Organ kommt im Rahmen der Transplantation. Wir können in dieser Phase keine Funktion des Organs erfassen. Wir haben also nur die Funktionswerte zum Zeitpunkt der Spende. Und gerade auch für diese Gruppe, was ich eben sagte, die sogenannten marginalen Organe, kommt diese Technologie nur beschränkt zum Einsatz. Also wir sehen, dass gerade diese Organe darunter leiden. Das heißt, wir brauchen eine Verbesserung in diesem Bereich und das wäre die sogenannte dynamische Organkonservierung, sprich Thema des meinen heutigen Vortrags, die Maschinenperfusion, also die Behandlung der Organe außerhalb des Körpers. Das hat viele Vorteile in Kürze zusammengefasst. Wir können zum einen dafür sorgen, dass das Energielevel in diesen Organen wieder ansteigt, dass wir also wieder einen Grundmetabolismus bekommen, sprich die Organe gehen nicht in ein Defizit, was sie dann im Rahmen der Transplantation nochmal tun würden und dann auch das sozusagen sich potenziert. Wir haben die Möglichkeit, die Organe zu testen im Rahmen dieser Behandlung. Wir haben damit auch die Möglichkeit, die Transportzeit zu verlängern, also sprich die Phase, die das Organ außerhalb des Körpers existiert oder bleibt. Und wir können das gerade für die etwas, kränkeren Organe, in Anführungszeichen, wenn man es so nennen will, verwenden, um diese Organe zu verbessern, sodass sie auch der Funktion nachgehen können, für die sie entnommen wurden. Das heißt, kurzum, wir können das Ergebnis der Transplantation damit verbessern. Dass dem so ist, das möchte ich in den nächsten Slides Ihnen zeigen. Vorab aber einmal ganz kurz nur eine kleine Definition, was das eigentlich bedeutet, Organperfusion außerhalb des Körpers. Sie sehen hier einmal schematisch dargestellt eine Leber. Und was Sie sehen, sind zwei Kreisläufe. Wir haben einmal auf der linken Seite, das in Blau, das ist der sogenannte Pfortaderkreislauf. Das ist sozusagen das Blut, was normalerweise aus dem Darm kommt. Und in Rot, da ist das Blut, was Sauerstoff trägt, was die Leber mit Sauerstoff versorgt, maßgeblich. Und diese beiden Kreisläufe, die können wir mit Pumpen versehen, teilweise auch mit Einheiten, die Sauerstoff in das Blut bringen und damit, sage ich mal, eine nahezu physiologische Situation schaffen, wenn wir Blut als Perfusionslösung verwenden. Das ist in der Regel das Ganze, wenn wir das im Temperaturbereich machen, was man normotherm schimpft, sprich so zwischen 35 und 37 Grad, setzen wir eine kalte Lösung ein. Auch das geht, da werde ich noch kurz gleich was zu sagen. Dann ist das eine sogenannte hypotherme Lösung. Das sehen Sie hier unten einmal dargestellt in der Grafik, dieser blaue Bereich. Auch da können wir Vorteile daraus ziehen. Da komme ich aber gleich nochmal konkret zu. Was wir also dann auch machen können im Rahmen dieser Situation, dass wir dann das Blut oder das Perfusat analysieren und uns da Funktionswerte anschauen, sodass wir einen Anhalt dafür kriegen, wie das Organ dann auch später im Patienten funktionieren könnte. Wie setzt man diese Technologie nur ein? Auch da bleibe ich recht oberflächlich, aber es gibt nun zwei maßgebliche Einsatzmöglichkeiten. Das eine ist, dass wir das Ganze noch im Spenderkrankenhaus anwenden, dass wir sozusagen eine kontinuierliche Nutzung dieser Maschine verwenden. Das ist natürlich logistisch sehr, sehr aufwendig und schwierig, weil der Transport dieser Maschinen natürlich auch nicht ganz einfach ist. Und das Zweite ist, und das ist das, was wir in der Regel machen, das ist diese sogenannte Back-to-Base-Prozedur, dass wir das Ganze auf das Zentrum der Transplantation sozusagen verlagern, sprich, wenn das Organ bei uns ankommt, dann fängt diese Maschinenbehandlung auch an. Und das ermöglicht uns, diese ganzen Vorteile, die ich eben aufgeführt habe, abzurufen. Wenn wir nur ganz kurz einen geschichtlichen Überblick anschauen, ohne hier in die Tiefe zu gehen, der Durchbruch sozusagen ist jetzt in den letzten Jahren, das sehen Sie von der Gegenwart, Sie sehen ganz viele Publikationen, die gerade große klinische Studien angeht, die jetzt in den letzten zwei Jahren rausgekommen sind. Das Ganze hat aber seinen Ursprung eigentlich schon in den 30er Jahren, da haben die Kollegen das schon mal versucht anzuschieben. Dann hat aber in den 60er Jahren der Kollege Collins eine Lösung entwickelt, die die Lagerung, diese auf Eis, was ich eingangs erwähnt habe, ermöglicht hat. Und ab dem Zeitpunkt hat das halt so gut funktioniert, hat man diesen Weg erstmal wieder maßgeblich verlassen. Wenn wir uns jetzt in der Landschaft umschauen, was solche Maschinen angeht, und das ist hier nur ein Auszug der Maschinen, die für die Leber unter anderem zur Verfügung steht, dann ist das eine große Bandbreite. Wir haben ganz verschiedene
Nutzbarkeiten dieser Device, da will ich gar nicht groß drauf eingehen an dieser Stelle. Was Sie unten aber sehen, sind die Betriebskosten und das sind Einwegkosten, die man mit der Prozedur hat. Und da sehen Sie, dass da doch erhebliche Beträge aufgerufen werden. Und das ist durchaus eine, ja, ich sag mal, eine Hürde, die wir momentan zu nehmen haben, da diese Kosten momentan nicht vom Gesundheitswesen getragen werden, sondern die Krankenhäuser müssen das selber tun, was natürlich den Einsatz dieser Geräte durchaus limitiert, muss man sagen. In den nächsten 3, 4 Slides möchte ich Ihnen eigentlich eine maßgebliche Studie vorstellen, aber ohne ins Detail zu gehen, nur Key Messages abrufen, warum wir denken, dass diese Technologie so gut funktioniert. Es gab mehrere sozusagen sogenannte Landmark-Studien, das heißt also an großen Kollektiven durchgeführt, die gezeigt haben, dass diese Technologie einsetzbar ist, dass diese Technologie Vorteile bringt. Und gerade auf diese Vorteile möchte ich einmal hinweisen, damit man dann sozusagen versteht, warum man diesen großen Aufwand mit diesen Maschinen betreibt. Hier gibt es eine Studie, die älteste von denen, aber das ist eine der Studien, die den Durchbruch für die Leber gebracht haben. Und das war eine Studie, die in Europa durchgeführt wurde, auch unter deutscher Beteiligung. Und hier konnten die Kollegen zeigen, dass es zum einen zu einer 50% Reduzierung der Ablehnung der Organe, die angeboten wurde, geführt hat und zum anderen auch die Aufenthaltsdauer der Organe außerhalb des Körpers um gut 50% verlängert werden können. Das waren natürlich schon mal wichtige Dinge, was die Nutzbarkeit dieser Organe angeht. Das andere ist, dass die Kollegen, und da habe ich gar nicht mehr so ganz im Detail, aber zeigen konnten, dass die Lebern, die gerade in der Frühphase, eine deutlich bessere Funktion aufwiesen. Wobei man sagen muss, im Endeffekt konnten die Kollegen nicht zeigen, dass die Organe hinterher länger überlebt haben, aber die Frühphase war deutlich besser und damit natürlich, sagen wir, auch weniger Risiko für die Patienten. Eine ähnliche Studie, auch mit der warmen Perfusion durchgeführt, kommt aus der UK. Hier haben die Kollegen einen anderen Ansatz gewählt. Die haben Organe genommen, die abgelehnt wurden, die sonst nicht transplantiert würden, haben analysiert, wenn wir jetzt unsere neue Technologie einsetzen, können wir diese Organe unter den Kriterien, die wir kennen für die Nutzbarkeit, wieder verfügbar machen für die Transplantation. Und da muss man sagen, das ist so. Die Kollegen konnten 70% dieser Organe hinterher erfolgreich transplantieren. Und was Sie an dieser Grafik einmal nur visuell erfassen sollen, ist, dass im Vergleich zu einem Kontrollkollektiv hier keine nachteilige Funktion gesehen wurde, dass das Überleben der Patienten und der Organe auch entsprechend vergleichbar war, wobei man einschränkend sagen muss, dass es hierbei nicht um eine klinische randomisierte Studie sich gehandelt hat, sondern um einen statistischen Vergleich, den man hinterher angepasst hat von den beiden Gruppen. Und da deswegen fiel hier zum Beispiel auch auf, dass es vermehrt Gallenwegsprobleme gibt, auf die der Richard Taubert gleich nochmal eingehen wird, sodass man das aber nicht richtig gut verwerten kann, weil, wie gesagt, kein direkter Vergleich im Rahmen der Studie hier erfolgt ist. Eine weitere Studie, die auch die warme Perfusion betrifft, ist gerade rausgekommen in den USA. Da ist eines der aufwendigeren Geräte auch genutzt worden. Und hier hat man schon sehr viel mehr Details erarbeiten können, was auch den Langzeitverlauf angeht. Auch hier konnten die Kollegen zeigen, dass in der Frühphase die Organe sehr viel besser ihre Funktion aufnehmen, dass dieser Schaden, der im Rahmen der Reperfusion entsteht, deutlich reduziert wird. Und auch die Gallenwegsproblematiken, von denen ich eben schon mal gesprochen habe, auch die konnten sich im Langzeitverlauf, das ist ja immerhin bis 12 Monate gezeigt worden, doch signifikant reduziert werden, sodass man auch sagt, dass also nicht nur die Frühphase der Transplantation besser laufen kann, sondern auch, dass das Ergebnis letztlich für die Patienten dadurch besser wird. Bin ich einmal leider zurückgerutscht. Es gibt, wie gesagt, auch die kalte Perfusion. Auch hier ist es so, dass wir Vorteile erzielen können. Da ist es nicht so, dass wir mit Blut entsprechend behandeln und die Organe quasi wieder physiologischen oder nahezu physiologischen Bedingungen ausgesetzt sind, sondern wir durch Sauerstoff, den wir zufügen, trotzdem eine Art Grundmetabolismus bei etwa 8 bis 10 Grad herbeiführen können. Und auch allein diese Prozedur hat dazu geführt, dass die Funktionswerte in der Frühphase sich deutlich verbessern. Und hier ist eine Studie, die maßgeblich aus Deutschland angeschoben wurde, einmal dargestellt. Und was man hier einfach nur erfassen kann visuell, wenn Sie diese beiden Kurven links vergleichen, das sind die Leberwerte der Patienten. Da sehen Sie, dass die durchgezogene Linie deutlich flacher ausfällt. Das sind die Organe, die mit diesem Gerät vorbehandelt sind. Und das hat hinterher wieder auch Konsequenzen. Die Patienten haben weniger Komplikationen im Verlauf gehabt und auch der Intensivaufenthalt wurde signifikant dadurch verkürzt. Zweite Studie dieser Art ist aus den Niederlanden maßgeblich nun kürzlich publiziert worden und auch hier ähnliche Ergebnisse, dass man also durch diese kalte Behandlung der Organe, durch diesen Grundmetabolismus, den man wieder geschaffen hat, es dazu führt, dass wir eine Verbesserung der frühen Organfunktion bekommen und auch die Gallenwegskomplikationen hierdurch scheinbar sich reduzieren lassen. Wenn wir einmal schauen, wie ist der Stand in Deutschland, das vielleicht auch zum Abschluss.
So haben wir einmal alle 21 Translationszentren in den letzten 2 Jahren jeweils einmal befragt. Und wir haben ganz, sagen wir, Basisfragen sozusagen gestellt. Wir haben erstmal gefragt, wer sieht welches Potenzial in der Maschinenprovision. Da sehen Sie, dass doch die meisten Zentren ein hohes bis sehr hohes Potenzial sieht. Ich denke, wenn man diese Ergebnisse nun sieht, das ist aber eine Befragung, die vor 2 Jahren begonnen hat, dann erklärt sich das auch. Wenn man sich anschaut, ob diese Zentren denn schon perfundieren, da sehen wir nur, dass in etwa nur die Hälfte der Zentren zu dem Zeitpunkt vor 2 Jahren überhaupt eine Perfusion durchgeführt hat. Das ist inzwischen schon auf 60% angestiegen. Einige Zentren planen dies noch zu tun. Und wenn man mal schaut, was für Perfusionen führen die Kollegen durch, dann sehen wir, dass etwa 70% rein Normothermen sozusagen perfundiert haben. Dass da aber inzwischen ein Wechsel ist. Ich habe jetzt gerade diese zwei ganz letzten Studien kurz angerissen, diese kalte Perfusion, das scheint dazu geführt zu haben, dass die Zentren, die vorher schon warm perfundiert haben, nun zusätzlich auch kalt perfundieren, sodass hier eine Verschiebung ist. Aber sprich, es wird mehr perfundiert und es wird auch beide Formen dieser Perfusion eingesetzt. Abschließend einmal zur Erfahrung, und da muss man sagen, da ist es noch, fällt das im Vergleich zu international sehr dünn aus. Wir haben also wenig Zentren, die schon über 3 Jahre mit dieser Technologie arbeiten, und schauen wir auf die Fallzahlen, so variiert dies wirklich noch zwischen 5 und, ich sage mal, 20 Fälle, das ist sogar Gros der Kliniken, und es gibt jetzt nun immer mehr Zentren, die mehr als 20 Fälle Erfahrung haben, aber das ist klar, das resultiert einfach daraus, dass wir hier in Deutschland ein Problem haben mit der Kostenübernahme. Anders kann man das nicht sagen. Wie sieht es an der MAH aus? Und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Wir haben inzwischen auch beide Formen der Perfusion etabliert. Das haben wir im letzten Jahr getan. Und hier sehen Sie einmal nochmal was wirklich aus der Klinik direkt. Das ist das Prinzip der kalten Perfusion. Das Organ, was für die Transplantation vorbereitet ist, für die Implantation, wird einfach, während wir die Operation durchführen, an die Maschine gelegt. Da wird eine Perfusionslösung durchgeschickt, die Sauerstoff enthält, und das gibt quasi einen Energiespeicher zurück an die Leber, sodass dann die Implantation deutlich harmonischer ausfällt. Hier im Hintergrund sehen Sie einmal ein solches Gerät, das ist technisch relativ einfach umzusetzen und sozusagen bringt wirklich gute Erfolge, muss man sagen. Wenn wir uns jetzt die klinische Anwendung der Normothermmaschinenperfusion anschauen, dann sehen Sie schon an dem Gerät, was hier aufgebaut ist, dass das schon etwas komplexer zu sein scheint. Das ist auch vom chirurgischen Handling deutlich aufwendiger. Man muss etwa rechnen, dass das 2 bis 3 Stunden Aufwand vor so einer Transplantation dann nochmal bedarf. Wie das dann sich gestaltet, das möchte ich Ihnen einmal im Video kurz zeigen. Hier sind entsprechend die Kanülen in alle Gefäße, die die Leber hat, eingebracht. Sie werden gleich sehen, dass über diese rote Kanüle das Blut in die sogenannte Leberarterie reingeht. Der erste Kreislauf, den ich eben dargestellt habe, dass über diesen gelben Arm, da haben Sie es gerade reinschießen sehen, die Fortader beschickt wird. Und jetzt sehen Sie, wie sich das Parenchym verändert. Das wird langsam leicht rot. Und hier sehen Sie dieser andere Schlauch, der sich jetzt rot färbt. Das ist das Blut, was aus den Venen rauskommt. Das heißt, da wird das Blut wieder aufgesammelt, aufgefangen und wird dann zurück in diesen Kreislauf geschickt, sodass das Blut also rezirkuliert. In diesem Rahmen, jetzt sehen Sie, dass die Perfusion fast vollständig das ganze Gewebe erfasst hat, führt dann dazu, dass wir das Organ jetzt aufwärmen, quasi, ich sage jetzt mal, zum Leben wieder erwecken, die Funktion anlaufen lassen. Und dann können wir in den nächsten 10 bis 24 Stunden können wir dann analysieren, wie das Organ funktioniert. Wie ist die Datenlage in Deutschland? Ich hatte eben gesagt, es gab einige Studien mit deutscher Beteiligung. Da ist, wie gesagt, viel passiert in der Zwischenzeit, sodass wir auch uns da international nun in den Wettbewerb mitstellen möchten. Und das haben wir getan über die Kollegen aus Berlin, die eine Studie angeschoben haben, eine Multicenter-Studie, wo beide diese Verfahren mit der konventionellen Lagerung auf Eis verglichen werden soll. Diese Studie läuft gerade an. Auch wir nehmen daran teil und hoffen entsprechend, dass wir hier in den nächsten Jahren beitragen können. Ich denke, es wird ein Meilenstein der Transplantation sein, diese Innovation der Maschinenperfusion. Und möchten uns da gerne beteiligen und Ihnen als Patienten entsprechend diese Technologie auch zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank. Herr Florian, vielen Dank. Ich muss jetzt noch was nachholen, was ich vorhin vergessen hatte. Liebe Patienten, liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, bitte schreiben Sie die in den Chat. Wir werden die hier in den Pausen zwischen den Vorträgen, in den Minuten, die eingeplant sind, stellen. Versuchen zumindest die wichtigsten zu stellen. Wir haben am Ende der Veranstaltung auch nochmal einen Block, wo wir Fragen beantworten können. Also wenn Sie jetzt auch im Verlauf noch Fragen zu Herrn von Rahn kommen, schreiben Sie bitte in den Chat. Ansonsten würde ich die Zeit nutzen, bis Sie Ihre Fragen eingetippt haben, und fragen, Florian, die Transplantation ist ja so ein bisschen wie eine Blackbox. Der Patient kommt an, er schläft ein,
Ihr macht da was, er wacht wieder auf. Wird sich für den Patienten jetzt spürbar was ändern, wenn die Maschinenperfusion gemacht wird? Muss der nicht mehr nachts in den OP kommen? Hat der mehr Zeit zum Anreisen? Die hypothetischen Tage, jetzt weniger Tage auf Intensivstation, merkt der Patient natürlich nicht, weil er den Vergleich zu den anderen Patienten nicht hat. Aber was wird für die Patienten spürbar anders sein? Also, du hast schon richtige Themen angesprochen. Es ist die Frage natürlich, wie sich das aufstellen lässt. Aber natürlich ist es so, ja, man kann jetzt in die Details der Maschinen da nicht einsteigen, aber es ist so, dass wir tatsächlich ein Zeitfenster bekommen, was größer wird. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, Logistik zu berücksichtigen. Das ist insbesondere, sage ich mal, wichtig, wenn wir Patienten haben, die komplex sind, also vielleicht eine Retransplantation zum Beispiel haben, oder aber Patienten, die besonders krank sind, wo wir dann intraoperativ merken, dass die diese Transplantation vielleicht gar nicht überleben würden. Ja, auch solche kritischen Patienten gibt es ja. Das heißt, da haben wir dann nicht automatisch das Problem, dass ein Organ verloren geht, sondern wir können das Organ dann, ich sag mal, für die Transplantation bewahren. Aber das andere ist, was man doch schon merkt im OP, ist, dass der ganze Ablauf der Operation ruhiger wird. Das ist sozusagen, hat einfach damit zu tun, dass die Organe früher eine bessere Funktion zeigen, dass also das Anspringen des Organs in den Patienten, das wird erleichtert. Und das kriegen doch viele Patienten insofern mit, indem sie einfach nach der Operation wieder aufwachen und, ich sag mal, schon mit einer guten Funktion an den Start gehen und das sich körperlich auch schon niederschlägt. Also das ist sicherlich das, was man merken kann. Es macht die ganze Sache sicherer, das ist auch gar keine Frage. Und von daher ist natürlich die Frage, wie man das im gesamten Gesundheitssystem wird abbilden können. Aber diese Technologie verspricht eine Verbesserung der Gesamtsituation, was Logistik angeht, was die Schwierigkeiten der Organsituation angeht, und kann sicherlich einen großen Beitrag leisten. Eine Mini-Sache, wenn ich da nochmal eingrätschen darf. Also es ist total super. Ich finde es großartig, weil das zeigt, wie wir hier zusammenarbeiten und dass ihr das zeigt. Aber nochmal, das eine ist ja ein bisschen überspitzt formuliert. Ein Organ, was nicht mehr ganz so super ist und wo man so ein bisschen Bauchschmerzen hat, dass man das mit einem ruhigen Gewissen transplantieren kann. Das ist ja die eine Sache. Die zweite Sache ist aber, kann man ein gutes Organ zu einem sehr guten Organ machen? Also sprich, braucht das sozusagen jedes Organ? Kann ich das noch besser machen? Und kann ich dann, wie schätzt du das ein? Das Dritte ist, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den du eben gesagt hast, was ja immer wenig diskutiert wird, die ganze Logistik drumherum. Man muss nicht in Hektik morgens um 2:30, wenn es ganz, ganz schnell geht, unbedingt alles machen. Ihr habt Zeit, man kann drücken, es kommt nicht auf die letzte Minute an, wenn das Organ erstmal schön an der Maschine ist. Und das ist ja, glaube ich, ein Wert, den man ja gar nicht hoch genug in den Vordergrund stellen kann für so einen Ablauf, oder? Erzähl das nochmal ein bisschen. Absolut. Also ich glaube, also alle Punkte sind richtig, wie du es sagst. Wir haben die Möglichkeit, die Organe, die gut sind, dass die natürlich auch gut bleiben oder besser werden. Also sprich, dass durch die Transplantation, die Lagerung des Organs auf Eis und dann der Transplantationsablauf an sich, dass da nicht ein Schaden dazukommt, sondern im Gegenteil, wir können die Organe darauf besser vorbereiten. Das ist sicherlich eine wichtige Komponente. Also so dass das, sage ich mal, Perfusion an sich sicherlich eine Sache ist, die man für viele Organe diskutieren kann. Ob man dann welche Form man nimmt, das ist noch die große Frage. Also diese kalte ist sehr einfach anzuwenden, bringt schon einen enormen Vorteil. Das wäre sicherlich auch für unkomplizierte, ich sage mal, Standardorgane eine Herangehensweise, die Vorteil bringen kann. Aber das andere ist ganz klar auch der Aspekt, und den kann man auch noch gar nicht ganz übersehen. Was können wir zurückführen in den Pool? Also sprich, welche Organe, die wir aufgrund der hat vielleicht im Spender eine gute Funktion, aber der Gesamtspender ist vielleicht schwierig, dass wir sagen, ah, das Organ, das wird diese Prozedur nicht gut überstehen. Die können wir retten für die Organtransplantation. Und der ganze Bereich, den ich jetzt so gar nicht angerissen habe, ist das, ich sag mal, Manipulieren an der Maschine. Also wir können natürlich Infekte rausbringen. Wir können, ich sag mal, die Organe vielleicht auch, was das Immunsystem angeht, entsprechend vorbereiten, dass die gar nicht so entsprechend stark vom Immunsystem erkannt werden. Wir können also viele Dinge verändern an diesen Organen, was aber jetzt experimentell ist, deswegen bin ich jetzt hier noch nicht drauf eingegangen. Aber ich glaube, da ist sehr großes Potenzial in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Das ist von der Logistik bis hin wirklich zum rein medizinischen Nutzen, was die Funktion, was das Gewebe angeht, was auch das Langzeitoutcome angeht. Kurze Fragen aus dem Chat, die ich dir gerne stellen würde. Technische Frage, ihr habt gefragt, welches Blut wird verwendet, Spender, Empfänger, das ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten.
Ja, also da ist es so, dass in der Regel kein Spenderblut zur Verfügung steht. Vom Empfänger machen wir das nicht, sondern es sind Blutkonserven, die Blutgruppen gematcht sind. Also das ist der gleiche Spenderblut. Das Blut wird aber auch komplett wieder rausgewaschen. Also das heißt, in der warmen Perfusion geht kein Blut mit dem Organ wieder in den Spender, in den Empfänger. Und das wäre aber die gleiche Situation wie bei einer Bluttransfusion dann, die man im Rahmen der Transplantation hätte. Also da braucht man keine Sorgen haben. Andere Frage noch zu PSC-Patienten. Sind die vielleicht eine Patientengruppe, die besonders davon profitiert, dass keine Gallenwegsschädigung wieder auftritt? Genau, das ist vielversprechend, was man jetzt in vielen von den Studien gesehen hat, deswegen habe ich das nur extrahiert, ist, dass weniger Gallenwegsschäden auftreten sollen. Das muss ich natürlich noch weiter bestätigen, weil wie gesagt, viele dieser Studien noch nicht ganz vergleichbar waren. Wir haben unterschiedliche Kollektive, da bin ich jetzt aufgrund der Zeit gar nicht drauf eingegangen, weil wir in Deutschland haben wir zum Beispiel keine Spenden nach Herzstillstand. Das sind halt Patienten, die ein höheres Risiko haben. Aber ich sage mal so, für die Grunderkrankung, denke ich, hat es keinen Unterschied, dass wir hier rein im Rahmen der Transplantation gesetzter Schaden. Ich habe so ein bisschen jetzt mal mitgelesen, was sozusagen im Chat noch für Fragen aufkommen. Also zum Beispiel war jetzt eine Frage, ob die Nierenfunktion sich verbessert. Klar, wenn die Lebertransplantation ruhiger läuft, die Leber zügig anläuft, dann wird auch weniger Begleitschaden sicherlich für die Niere dabei herauskommen. Aber das sind alles Dinge, die wir jetzt noch erfassen müssen, die wir auch gerade, muss man ganz klar sagen, für das deutsche Kollektiv noch erfassen müssen. Viele dieser Daten sind aus dem Ausland und das ist nicht vergleichbar, weil wir ein ganz anderes Organspendesystem haben als viele andere Nachbarländer und da auch entsprechend, sage ich mal, gucken müssen, dass wir es das in Deutschland so reproduzieren können. Auch noch eine Frage aus dem Chat. Wann wird das flächendeckend Ja. angeboten werden oder ist es überhaupt notwendig, dass wir das flächendeckend anbieten? Vielleicht kannst du ja auch erzählen, dass ja bei anderen Organen es auch teilweise schon flächendeckend angeboten wird und wie viel Jahre es da gebraucht hat, ehe das Genau, vielleicht das ist eine sehr gute Frage. flächendeckend war. Ja, ist eine sehr gute Frage. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf unsere Nachbarn gucken, in den Niederlanden zum Beispiel ist es so, dass bei der Nierentransplantation schon flächendeckend perfundiert wird. Auch das haben wir jetzt in der Vorbereitung für Deutschland. Das ist sozusagen ein anderes Organ, aber da hat man das schon mal umgesetzt. Na klar, das ist andere Strukturen, kleinere Länder, weniger Krankenhäuser, die da involviert sind. Aber wir haben, wie gesagt, gesehen, dass ungefähr 60 bis 70% der deutschen Zentren das bislang tun. Natürlich ist immer die Frage, mit welchen Organen macht man das? Macht man das jetzt mit jedem? Das ist halt das, was eben anklang. Und da ist es so, ich denke, man wird sich auf erste Dinge beschränken müssen. Das heißt also, Patienten, die kritisch krank sind, Organe, die kritisch sind, das sind sicherlich die, mit denen man anfängt. Und wenn das dann weiter etabliert ist, der Nutzen so klar bewiesen ist, dass das im Prinzip für jede Transplantation sinnvoll ist und das auch bezahlbar ist, dann wird man es machen. Natürlich ist es so, wenn ich sag mal, ein Standardorgan, was lokal entnommen ist, was nur, ich sag mal, 5, 6 Stunden Ischämie hat, das profitiert natürlich geringer. Ich sage nicht, dass es gar nicht profitiert, aber geringer als wenn ein Organ, was irgendwie 500, 600 Kilometer erst transportiert werden muss, was vielleicht ein älterer Spender ist, da ist natürlich der Nutzen größer. Also das heißt, da wird man erstmal sicherlich stratifizieren müssen. Eine letzte Frage vielleicht von mir noch. Wir haben jetzt sehr viel über Vorteile geredet. Gibt es denn konkrete, ernsthafte Risiken, die jetzt für die Patienten auftreten, wenn perfundiert wird? Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich gar nicht groß eingegangen, aber es gibt auch relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei der kalten Perfusion kann man es ganz einfach zusammenfassen. Da ist der technische Aufwand sehr gering. Und im Prinzip ist so, dass man eine Art Standard-Konservierungslösung nutzt. Und wenn jetzt die Maschine ausfällt, das wäre ja so ein Szenario, dann liegt das Organ auf Eis. Dann haben wir quasi die Lagerung auf Eis, wie wir es auch hätten. Also das ist im Prinzip, da verändert sich gar nichts. Das hat nur, ich sage mal, die Chance, dass es besser wird. Bei der warmen ist es ein bisschen anders. Da kann natürlich die Maschine ausfallen und dann haben wir das Organ warm, also nicht die Lagerung auf Eis. Das ist gefährlich, aber auch da muss man wissen, dass zum einen es nicht so ist, dass sofort, wenn so ein Organ warm da steht und ohne dass die Maschine läuft, das Nachteile hat, also dass da was passiert. Man muss diesen Zustand natürlich möglichst kurz halten und da gibt es zum einen erstmal so, dass die meisten Probleme sich, sag mal, sofort beheben lassen. Also es sind jetzt mehrere tausend von diesen Perfusionen gelaufen und es sind kaum Maschinen überhaupt ausgefallen, weil die so intensiv getestet wurden vorher. Und das Zweite ist, dass man dann ganz pragmatisch eine Struktur hat, wo man diese Organe einfach sofort spült, sofort runterkühlt und quasi in den Zustand versetzt, in dem man sie sonst auch lagert. Man darf halt diese Geräte nicht alleine lassen, aber ja, die neue Technologie heute, alles ist digital gemonitort. Das heißt, man kriegt sofort ein Alarmsignal. Das kann der Chirurg, der nebenan im anderen Zimmer gerade was trinkt, weil er eine OP-Pause macht, kriegt das sofort auf sein Handy. Ja, also da kann man sozusagen eigentlich gar nicht drum herum, dass diese Alarme rechtzeitig Bescheid geben. Ja, Florian, vielen Dank für deinen spannenden Vortrag, vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich würde dann einfach ganz
selbstlos an mich weiter überleiten. Würde natürlich die Referenten dann noch bitten, möglichst noch drin zu bleiben, vielleicht ein paar Fragen im Chat noch zu beantworten. Und dann würde ich mit meinem Vortrag beginnen. Ja, während du lädst, kann ich dich mal ordentlich ankündigen. Ja. Ich glaube, da brauchst du das nicht selber machen. Also ich nochmal für diejenigen, die jetzt einen Tuck später dabei waren. Ich freue mich wirklich sehr, dass Richard Taubert jetzt Ihnen berichtet zu der ganz wichtigen Frage, wenn die Galle nicht richtig abfließen kann. Richard Taubert, seit vielen Jahren hier bei uns als ärztlicher Kollege tätig, als Oberarzt, ist habilitiert und ist bei uns primär einer der verantwortlichen Oberärzte für den Bereich Transplantation. Viele werden mitbekommen haben, dass der Dr. Elmar Jeckel, den viele kennen, seit dem 1. Januar klinisch jetzt in Toronto tätig ist, dort Leiter des Lebertransplantationszentrums in Toronto ist. Der ist weiter an der MAH angestellt, allerdings nur für den wissenschaftlichen Bereich. Und Richard Taubert wird unterstützt von Benjamin Massoumi. Und das sind die Oberärzte, die von Seiten der Gastroenterologie jetzt verantwortlich sind. Und ein großes Problem ist natürlich, was ist denn, wenn Galle auch vielleicht nach einer Transplantation nicht wieder richtig abfließen kann? Und Herr Taubert hat sich wissenschaftlich und klinisch mit vielen Fragen auch um dieses Thema beschäftigt. Und deswegen freue ich mich, dass Richard Taubert jetzt diesen Vortrag übernimmt. Vielen Dank, Richard. Und the screen is yours. Ja, danke, Heiner. Wie gesagt, die Überschrift haben wir jetzt alle gesehen. Ich möchte versuchen, es relativ einfach zu halten und Ihnen eher so ein bisschen Systematik zu zeigen, was für Sie vielleicht von außen ohne Anatomiekenntnisse sonst immer so ein bisschen verwirrend sein kann. Erstmal, was ist die Galle? Man kann so einfach sagen, das ist das Sekret der Leber. Damit werden Giftstoffe ausgeschieden, es werden aber auch wichtige Substanzen, zum Beispiel Gallensäuren, in den Darm geleitet, die wir für die Verdauung und auch die Aufnahme von fettlöslichen Substanzen, auch fettlöslichen Vitaminen brauchen. Und das ist hier so einfach dargestellt, eine Leber. Ich habe einfach mal die Gallenwege eingemalt, die Gallenblase. Und diese Gallenwege gehen dann durch die Bauchspeicheldrüse, hier so in Gelb vereinfacht dargestellt, münden da in den Darm. Und die Galle wird einfach auch von den Zellen gebildet. Das geht hier bei den Leberzellen los und da sind ganz mikroskopisch kleine Gallenwege. Und wie bei einem Baum, der ganz feine Zweige hat, laufen die Zweige dann zu größeren Ästen zusammen, zu zwei so Hauptästen von links und rechts kommt und dann den Hauptgallengang. Und bei einer Transplantation wird natürlich dieses ganze Gefüge zerstört und dann auch wieder künstlich hergestellt. Und damit man diese Gallenwegsveränderung verstehen kann, muss man sich überlegen, wo schneidet denn der Chirurg durch? Und das ist in der Regel hier oben einfach in der Mitte, einfach gesagt, Florian, bitte korrigiere mich, wenn ich das zu trivial darstelle, in der Mitte des Gallengangs. Und nur bei seltenen Erkrankungen, wie zum Beispiel der PSC, die bei uns aber teilweise auch 20% der Patienten ausmacht, weil wir da ein starkes Kollektiv für haben, da muss man eigentlich den kompletten freiliegenden Gallengang der Patienten mit entfernen, wenn dieser mit erkrankt ist. Wenn dieser nicht erkrankt ist, lassen wir den auch stehen. Und dann gibt es verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Die obere, wir nennen das eine End-zu-End-Anastomose, wenn man sozusagen den Empfängergallengang und den Spendergallengang nimmt und eben die Enden aneinander näht. Das ist eigentlich die Regel. Und dann hat man eben den unteren Teil, ist der Gallenweg vom Spender. Hat man diese Situation, dass man die kompletten Gallenwege wegnehmen muss des Empfängers oder eine andere Situation, dass sie vielleicht gar nicht da sind, wie es bei einigen Kindern der Fall ist mit so einer Gallengangsatresie, dann muss eine Darmschlinge hochgezogen werden und dann an die Leber angenäht werden. Diese Technik, eine Darmschlinge zu mobilisieren, wird bei ganz vielen anderen chirurgischen Operationen auch mit verwendet und ist Jahrzehnte alt. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die man berücksichtigen muss, ist, dass Organe auch gesplittet werden. Das heißt, dass man sie teilt. Das hat den Hintergrund, dass man dann aus einem großen, ganzen Organ im Idealfall zwei Menschen helfen kann, meistens einer kleineren Person, in dem Fall oft Kinder, wo man vielleicht nur die linken Segmente nimmt und dann der größere rechte Teil für einen kleineren und schlanken Erwachsenen ausreicht oder in den seltenen Fällen von Lebensspenden, wo man dann eben auch nur einen Teil entnehmen kann, weil natürlich der Spender auch genug Leber behalten muss. Und in diesen Fällen werden die Gallengangskomplikationen schwieriger, weil natürlich auch dann öfter so ein Anschluss des Darms an die Gallenwege notwendig ist. Und wenn man sich in so einer Übersicht einmal anschaut, ich bitte zu entschuldigen, dass hier einiges noch in Englisch ist, aber ich werde auch immer versuchen, auf Deutsch drüber zu gehen, welche Komplikationen nach Transplantation, nach einer Lebertransplantation auftreten können, sind das natürlich ganz viele. Und in Grün möchte ich Ihnen zeigen, auf die ich heute eingehe, denn hauptsächlich die Gallengangskomplikationen. Da gibt es so Strukturen, das heißt Engstellungen
auf Gallenwegslecks, Gallensteine und auch die Bildung von solchen Höhlen nach Operationen, wo sich Galle ansammelt, möchte ich jetzt gar nicht unbedingt drauf eingehen. Es kann zu einem Wiederkehren der Erkrankung kommen. Das ist natürlich bei der Galle insbesondere die primär biliäre Cholangitis, wo die kleinsten Gallenwege betroffen sind, und die primär sklerosierende Cholangitis, wo die größeren Gallenwege betroffen sind. Und natürlich kann die Galle auch schlecht abfließen, wenn es insbesondere zu chronischen Abstoßungen kommt. Das ist aber glücklicherweise mit den Immunsuppressiva von heute sehr selten und im Bereich vom niedrigen einstelligen Prozentsatz. Von daher würde ich diesen Teil auslassen. Warum reden wir überhaupt darüber? Weil Galle-Abflussstörungen eine Leber grundsätzlich nicht mag. Wenn die Galle nicht abfließt, staut sich das. Das ist eine Mausmodell, eine relativ einfache Möglichkeit, eine Leber kaputt zu machen und sie wieder zu einer Zirrhose, also zu einer Vernarbung umzubauen. Und das ist hier aus einer relativ neuen Publikation so eine Überlebenskurve gezeigt. Hier unten die Tage nach Transplantation, da sehen Sie, das geht über mehrere Jahre. Hier oben die schwarze Linie wäre, wenn alle überleben. Das ist natürlich leider in der Realität nicht der Fall. Die rote Kurve hier oben sind die Patienten, die keine Komplikationen an den Gallenwegen hatten. Das heißt, die sind sehr nah an dieser oberen Linie dran. Und dann sehen Sie, wie die Überlebenskurve nach unten geht. Und nach unten heißt in dem Fall immer schlecht. Die Leckagen, also wenn da nach der Operation Löcher sind und Galle austreten kann, haben nicht so einen dramatischen Einfluss auf das Überleben. Schlimmer sind diese Engstellen und Strukturen. Und wenn man sich das jetzt statistisch anschaut, dann sieht man, dass die Leckagen eben das ist die Hazard Ratio, das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient dadurch geschädigt wird, ist das nicht so dramatisch erhöht, weil es auch hier unter 1 mit ist, sodass das nicht ganz signifikant ist, aber diese Strukturen und Engstellen haben so eine Schädigung von 2 bis 13, das heißt also im Schnitt um 5-fach erhöht ist das Risiko für den Patienten, wenn sowas auftritt. Aber das ist natürlich ein akademischer Wert. Die Frage ist, können wir darauf irgendwie Einfluss nehmen und können wir es auch diagnostizieren? Insgesamt muss man sagen, treten solche Gallenwegskomplikationen relativ stabil in den Publikationen, so 20-25% der Fälle auf. Das variiert natürlich auch so ein bisschen nach Spendesystem und auch nach Patientenkollektiv. Wir an der MAH mit natürlich vielen PSC-Patienten haben wahrscheinlich tendenziell eine höhere Komplikationsrate. Und ganz wichtig, hatte ich schon gesagt, sind diese Strukturen, treten dann in ungefähr bis zu 20% der Fälle auf. Und da muss man ganz systematisch unterscheiden, ist es eine Stenose, also eine Engstellung dieser Nahtstelle, hier in der normalen oder an dieser Einbindung in den Darm, oder ist es eine Stenose, die sozusagen vorgeschaltet ist zu dieser Nahtstelle, das heißt also hier über der Nahtstelle alles, was da drin ist. Das ist natürlich eine viel breitere Gruppe, auch total heterogen. Da fassen sich so Sachen zusammen wie ITBL, da komme ich gleich noch drauf, was das ist, PSC, also dass die Grunderkrankung zurückkommt. Wir sehen manchmal narbige Veränderungen an den Gallenwegen, weil es vielleicht immer wieder zu Gallenwegsentzündungen durch Bakterien gekommen sind, die manchmal hier aus dem Darm in die Gallenwege hochklettern, sodass das ziemlich heterogen und unterschiedlich ist und dass es die Nicht-Anastomosen-Stenose per se gar nicht gibt, weil das immer eine hochindividuelle Geschichte ist. Wie können wir sowas sehen? Mit Ultraschall zum Beispiel, das kennen Sie auch alle aus dem Ambulanzablauf. Und da gucken wir auch ganz gezielt danach. Aber jetzt erstmal Ihnen zu zeigen, wie so ein schönes Bild aussehen sollte. Hier oben links haben wir ein Bild einer Leber, wo der Darm angeschlossen ist. Und dann läuft die Galle direkt in den Darm ab und Gase aus dem Darm können aufsteigen, was wir dann als Luft in den Gallenwegen hier als solche langziehenden weißen Linien sehen. Das ist ein gutes Zeichen. Die Galle fließt ab und so sollte es aussehen. Hier sieht man auch in Grau die Leber und mit den guten Ultraschallgeräten heute kann man sich den Gallengang auch ganz langstreckig anschauen und man sieht richtig, wenn das gut liegt und man keine Luft drüber hat, wo so eine Nahtstelle ist hier vor. Das sieht natürlich weiter aus als hier unten, aber das ist nicht erweitert und damit ist das ein ganz normaler Befund. Es kann ja auch zum Beispiel auch mal sein, dass der Spendergallengang und der Empfängergallengang gar nicht so die gleiche Größe haben. Dann gibt es dadurch bedingt schon teilweise so einen kleinen Kalibersprung. Was wir dann aber sehen, wenn es zu so einer Anastomosen-Stenose kommt, ist, dass man eine deutliche Erweiterung sieht. Das sehen Sie hier, dass das fast so ein bisschen wurstförmig aussieht und dass man dann richtig diese Einschnürung sieht. Hier meint man richtig zu erkennen, wo der Chirurg seine Nähte gesetzt hat, wo sich Narben so ein bisschen knotig ausgebildet haben. Und es gibt hier richtig so eine Talierung. Bei den Nicht-Anastomosen-Stenosen muss man eben weiter oben in der Leber gucken und da ist es auch ein bisschen diffiziler, das alles zu finden. Da kann es mal so Weitstellungen geben. Es kann aber auch sein, dass die Gallenwege einfach so ein bisschen krisselig, irregulär verlaufen, mal hier und da eine Engstelle haben, dann mal wieder erweitert sind, vielleicht an
einige Stellen haben es auch Wandverdickung. Also das ist schon schwieriger zu sehen, aber das ist auch ein bisschen akademisch, das ganz genau zu beschreiben, sondern die Frage ist immer, müssen es wir jetzt irgendwie behandeln und können wir es behandeln? Und da möchte ich erstmal mit den einfachen Sachen anfangen. So eine Anastomosenstenose kann man gut behandeln. Da wird die Frau Lenzen, unsere Endoskopieleitung, ja auch gleich noch was mit zu sagen. Hier nochmal gezeigt, wie so eine Röntgendurchleuchtung in den Gallenwegsuntersuchung aussieht. Hier sieht man das Gallenwegs, das Endoskop, hier sieht man die Wirbelsäule und hier schon mit Kontrastmittel die Gallenwege angespritzt. Und Sie sehen, dass dieser Baum hier ein bisschen angeknabbert aussieht und dass es hier so ein bisschen wurstförmig erweitert ist. So sollte es nicht sein. Da kann ein geübter Endoskopiker sich vorspiegeln, kann da mit Ballons das erweitern, kann so Platzhalterröhrchen einlegen für ein paar Monate und im Endeffekt kann das Ergebnis nach einer gewissen Zeit so schön aussehen. Was ich Ihnen sagen soll, die Anastomosenstenose, die oft so im ersten Jahr auftritt, können wir mit den heutigen Mitteln, mit diesen immer wieder Endoskopien und Platzhalterröhrchen sehr gut behandeln. Hier ein Bild von so einer Nicht-Anastomosenstenose. Lassen Sie sich jetzt nicht irritieren. Die Bilder sind mal invertiert und mal nicht. Das ist in jeder Publikation teilweise anders. Hier sehen Sie, wie hier oben dieser schöne Gallenwegsbaum, wie wir in den anderen Bildern gesehen haben, teilweise nicht da ist, so ein bisschen angefressen aussieht. Mal sind Sachen erweitert, mal enger gestellt. Also das ist viel komplizierter zu behandeln, weil man da auch viel, viel schwieriger mit Endoskopen rankommt. Bei der ITBL, das ist eben eine dieser Nicht-Anastomosen-Stenosen und hinter dem Wort ITBL verbirgt sich Ischemic Type Biliary Lesion. Das heißt, das sieht so aus, als ob die Gallenwege mal eine Durchblutungsstörung hatten. Und dann können sich eben hier solche Erweiterungen, das Bild hatten wir eben schon, zeigen, aber es können sich auch solche Wandverdickungen zeigen, die immer so Entzündungen andeuten oder solche Kalibersprünge, dass mal weitere und dann wieder enger gestelltere und narbig veränderte Abschnitte sich abwechseln. Warum nennt man das so? Weil die Leber eigentlich von der Blutversorgung ganz gut versorgt ist. Sie hat nämlich eine Doppelversorgung. Die bekommt einmal vom Herzen die hier in diesen rot dargestellten Arterien, dieses frische, sauerstoffhaltige Blut. Und sie bekommt 75% ihres Blutes aus dieser Pforta. Das ist die Vene, die das Blut aus dem Darm zur Leber schickt. Das ist natürlich nicht mehr so sauerstoffreich, bringt auch ganz viele Sachen aus dem Darm, wie Nährstoffe und Ähnliches mit. Aber stellt sicher, falls mal eine Durchblutungsstörung ist, kriegt die Leber darüber auch noch genug Blut. Bei den Gallenwegen ist das anders. Die sind vor allem über die Leberarterien versorgt und kriegen von dem Pforta-Blut nicht wirklich was ab. Und insbesondere früh nach Transplantation, wo eigentlich ja alle Gefäßverbindungen, außer die der Chirurg mühsam wieder genäht hat, gekappt worden sind, haben die Gallenwege wirklich nur die arterielle Versorgung. Im Verlauf von Monaten können sich auch noch so aberrante Gefäße bilden, die auch mal aus anderen Gefäßen noch Blut mit heranbringen und vielleicht eine Durchblutungsstörung, die auch mal auftreten kann nach einer Transplantation, können sich Gerinnsel bilden, es kann auch mal zu einem Verkrampfen der Arterie kommen oder auch durch Kreislaufprobleme im Rahmen der Intensivbehandlung. Und da können die Gallenwege sehr empfindlich darauf reagieren, das sehen wir auch bei anderen Intensivpatienten, die einen schweren Verlauf haben, dass es da zu solchen narbigen Veränderungen kommen kann. Und deswegen heißt es, ist Chemie ähnlich, weil die Durchblutung gestört sein kann. Und das kann eben auch aussehen wie so eine PSC vor Transplantation. Deswegen ist es bei PSC-Patienten manchmal ganz schwierig zu unterscheiden, was es jetzt ist, macht für die Behandlung aber oft keinen riesigen Unterschied. Und ich hatte Ihnen gesagt, dass wir einen hohen Anteil von PSC-Patienten haben, wahrscheinlich auch heute Abend bei den Zuhörern. Und das ist eine Darstellung, die zeigt, wie diese autoimmunen Lebererkrankungen zurückkommen können nach Transplantation. Und da sehen Sie, dass die PSC leider mitführt und dass die Rezidivrate, das heißt also die Rate, wie das wiederkommt, in 10 Jahren so ungefähr bei, ich sag mal, 25% liegt. Das ist viel. Da haben wir aber wenig Einfluss bisher drauf. Wir wissen nicht, wie man das verhindern kann. Heißt aber auch, 75% der Patienten sind ihre Erkrankung dann auch langfristig wieder los. Wenn die wieder auftritt, machen wir genau dasselbe wie vor Transplantation, dass wir versuchen, zum Beispiel mit dem Ursodesoxycholsäure die guten Gallenwege, die Gallenwege ein bisschen zu schützen durch diese guten Gallensäuren. Wir versuchen mit Endoskopien Engstellungen, die wir rankommen, zu versorgen. Das ist manchmal schwieriger, weil über diese biliodigestive Anastomose, das heißt, wo der Darm an die Leber angeschlossen ist,
der Weg für den Endoskopiker viel, viel länger wird. Der ist dann nämlich nicht mehr nur 1 Meter oder 1,50 Meter lang, sondern der kann dann mal 2 Meter, 3 Meter lang sein. Da braucht er andere Geräte, mit denen er an der Leber dann schwerer arbeiten kann. Die Autoimmunhepatitis möchte ich jetzt hier außen vor lassen. Die hat jetzt mit der Gallenwegserkrankung nicht viel zu tun. Eine andere Gallenwegserkrankung ist die primäre biliäre Cholangitis. Die kann auch wiederkommen. Rezidivrate so auch um 18%. Aber da haben wir nicht optimale Daten, aber ganz gute Daten, die auch aus vielen Studien sich bestätigen, dass wir, wenn wir das Ursofalk weitergeben oder andere Präparate nach Transplantation, dass wir das ganz gut verringern können und dass wir hier wahrscheinlich auch mit der Wahl des Immunsuppressivums, ob wir ihnen Cyclosporin, was wir sonst eher weniger geben, weil es insgesamt das schwächere Immunsuppressivum ist und sonst auch die schlechteren Daten hat nach Transplantation. Bei der PBC scheint es aber von Vorteil zu sein, weil es doch irgendwie die Immunmodulation anders beeinflussen muss. Und aus den Studien kommt raus, dass wir sowohl mit dem Ursodeoxycholsäure als auch mit dem Cyclosporin 2 bis 3 Jahre Transplantations- und Patientenüberleben verbessern können, sodass wir das auch seit ungefähr 2 Jahren somit durchführen. Jetzt hatten wir schon über das Rezidiv der PSC gesprochen. Da muss man sich anschauen, was bedeutet das für den Patienten selbst. Und das sind so ein paar Überlebenskurven. Wir haben Ihnen ja schon einige gezeigt. Hier links fangen wir mal an. Bei der Transplantation müssen wir immer unterscheiden, Patientenüberleben und Transplantatüberleben. Und das Transplantatüberleben ist immer schlechter, weil wir natürlich die Chance haben, Patienten im besten Fall auch zu retransplantieren, sodass der Patient weiterlebt, aber das Organ in so einer statistischen Erhebung als tot klassifiziert wird. Und da sehen Sie, dass das hier einigermaßen parallel läuft. Der Patient überlebt natürlich länger als das Transplantat. Wie sieht das aus, aus großen Studien zusammengefasst? Wenn es zu einem Rezidiv kommt, beispielsweise hier nach 5 Jahren, dann knickt diese Überlebenskurve nach unten ab und verschlechtert sich im Vergleich zu den Patienten, die keine PSC bekommen vom Transplantat. Und hier ist dann einmal aus Daten extrapoliert, wie sich das verändert, wenn man dann an gewissen Punkten, wenn es zu schlecht geworden ist und zu viele Kriterien auch für eine Retransplantation erfüllt werden, wie sich dann durch eine Retransplantation das Überleben dann auch wieder angleichen kann. Und das ist genau das, was wir auch durchführen, genau aus dem Grund, weil wir Ihnen dann helfen können, wenn Sie das Pech haben, dass die Erkrankung doch wiederkommt. Und wenn wir das zusammenfassen, ist Galleaufstau nach Transplantation eben schlecht, weil sich es auf Transplantatüberleben und natürlich auch aufs Patientenüberleben meist negativ auswirkt. Die Anastomosenstenose können wir ganz gut behandeln, das hatte ich ja gesagt, auch mit der passagieren Therapie, dann ist das Problem in der Regel ausgestanden. Ganz wenige Patienten brauchen nur wirklich eine neue Operation, um die Nahtstelle neu zu machen, wenn sie ganz eng und vernarbt war. Problematisch sind die Nicht-Anastomosen-Stenosen. Ich hatte gesagt, das ist eine ganz unterschiedliche Gruppe, wo man nicht ein Mittel haben wird, was gut hilft. Und weil sie schwer zu behandeln sind, aus dem Grund auch, weil es an vielen Stellen auftritt. Aber da hat Ihnen der Professor von Dran ja gezeigt, dass die Hoffnung ist, dass zumindest die Nicht-Anastomosen-Stenosen, die durch eine vielleicht schlechte Organkonservierung und die durch Blutungsstörung und vielleicht auch durch so ein durch die fehlende Durchblutung während der Organlagerung geschädigt werden, dass die abnimmt. Und das haben die Studien ja gezeigt und die Hoffnung haben wir natürlich auch. Auf die PSC-Rezidivrate glaube ich nicht, dass es sich auswirken wird, wenn dann nur, weil wir das nicht richtig klassifiziert haben. Und die Rückkehr der Grunderkrankung hatte ich Ihnen gezeigt, die können wir bei der PBC relativ gut beeinflussen, nicht in 100% der Fälle, aber wir haben Möglichkeiten dazu. Und bei der PSC es gibt leider keine Prävention. Ich glaube auch nicht, wie gesagt, dass die Perfusion der Organe sich darauf auswirken wird, sodass das ein Problem bleibt. Und da ist immer ganz viel Forschung, auch vor Transplantation am Laufen, was man tun kann, um den Patienten da zu helfen. Ja, das war mein kurzer Ritt durch die Gallenwegskomplikationen, zumindest die häufigsten. Und jetzt beantworte ich gerne noch Ihre Fragen dazu. Tausend Dank, Richard. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, weil wir reden von der Leber, wir reden davon, dass die Galle in der Leber produziert wird und abfließen muss. Aber ich glaube, dass es nicht jedem klar ist, was die Konsequenzen wirklich sind, wenn es Probleme gibt auf den verschiedensten Ebenen, die du ja schön dargestellt hast. Jetzt habe ich mal eine rein praktische Frage. Du hast ja gesagt, Urso, PBC, Rezidiv ist besser gefühlt. Kriege ich ja die Mehrzahl unserer Patienten nach einer Transplantation Ursodeoxycholsäure
Und jetzt sage ich mal, Urso, unabhängig von der PwC, wie schätzt du das ein? Wir haben jetzt nicht die große randomisierte Studie, die zeigt, dass Urso für alle immer gut ist. Kann man was falsch machen? Müssen das eigentlich alle haben? Erzähl mal ein bisschen. Also dazu würde ich erstmal sagen, man braucht in der Medizin, finde ich, man braucht einen guten Grund, ein Medikament zu geben, und man braucht nicht einen Grund, es nicht zu geben. Mhm. Das ist erstmal meine Herangehensweise. Und der Patient ist kein Durchlauferhitzer für Tabletten, nur weil man meint, es könnte vielleicht jetzt auch nicht schlecht sein, die zu geben. Nach Transplantation frisch gibt es gute Erfahrungswerte und auch Studiendaten, dass das da von Vorteil sein kann, auch die bisschen Laborkosmetik zu machen. Ich tendiere eigentlich dazu, wenn sich das alles beruhigt hat, das Urso-Falk auch, oder Urso-Desoxycholsäure, die Präparate wegzunehmen, weil der Patient es nicht nehmen muss und ich da keinen guten Grund für sehe. Sobald aber wieder Gallenwegskomplikationen auftreten, eben gerade die Nicht-Anastomosen, Stenosen, dann nehmen wir es in der Regel wieder rein, weil von den ganzen mechanistischen Aspekten ist es für die Gallenwege, das hat jetzt viele Hintergründe, dass da um Bicarbonathaushalt auch geht und schützende Wirkung, dass man es dann geben sollte, weil es keinen großen Schaden macht und wahrscheinlich hilft, auch wenn wir keine Daten dazu haben. Es wird auch ganz schwierig werden, da Daten zu finden, weil es eine vollkommen gemischte Gruppe ist. Das wird man ganz, ganz schwierig zeigen können. Aber das ist eigentlich sehr gut verträglich und man setzt es eigentlich auch nur ab, wenn akut Entzündungen da sind oder die Galle gar nicht mehr ablaufen kann, damit sich da nicht aufstockt und man irgendwie Juckreiz oder sowas kriegt. Und kannst du was zur Dosis sagen von dem Urso? Also auch da haben wir ja bei verschiedenen Erkrankungen in den letzten 15 Jahren Erfahrungen durchgemacht. Also jetzt ein klassischer transplantierter Patient, hat ein bisschen Cholestase, hat Urso gekriegt, ging besser. Und dann fragt er natürlich, was ist die optimale Dosis? Das wissen wir ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Wir machen es dann in der Regel so eine Dosis in der Mitte. Für die PBC-Patienten gibt man ja Vortransplantation so 13 bis 15 Milligramm pro Kilogramm. Das muss man natürlich mit den Tabletten immer so grob runden. Für die PSC machen wir teilweise auch ein bisschen mehr, zum Beispiel bis 20 Milligramm. Und ich bewege mich dann in der Regel immer so dazwischen, dass man so sagt, so 750, 1000 Milligramm am Tag. Das ist so eine übliche Dosis. Aber ich glaube, eine wichtige Botschaft, weil wir haben ja auch früher, vielleicht werden einige Patientinnen und Patienten so noch so in den 2000er Jahren Hochdosis Urso bekommen haben, wo bis zu 30 Milligramm pro Kilogramm sind. Das haben wir verlassen. Das muss man, glaube ich, sagen, dass das nicht nötig ist. Und das andere, was ich meinen Patienten auch immer sage, wenn wirklich ein akutes mechanisches Abflussproblem ist und sich Gallenwege staut, dass dann Urso nicht möglicherweise auch nicht immer das Beste ist, vielleicht sogar auch hier und da Probleme machen kann, aber dann in solchen Situationen sogar Juckreiz verstärken kann und dass man da einfach mal dran denken muss, wenn wirklich ein mechanisches Problem ist. Richard, ich weiß nicht, ob du parallel schon ein bisschen Chat screenst hier an Fragen. Wir haben viele Fragen gekriegt. Wir können ja mal hinten anfangen von Frau von Herrn Segmüller eine Frage. Gibt es bei der extrahepatischen Stenose außer der Ballondilatation noch endoskopische Alternativen? Das können wir vielleicht gleich mal Henrike Lenzen fragen, falls die live ist auch schon. Die Leiterin. Ja, sie hatte vorhin schon gesagt, dass sie noch eine parallele Sektionssitzung hat. Sie wird ein bisschen später, wollte sie kommen. Ich weiß nicht, ob sie sich schon eingeschaltet hat. Sonst müssen wir die Frage auch ein bisschen später verschieben. Ja, okay. Ansonsten gibt es ja noch eine Frage. Herr Kupra, sonst gucken Sie mal, ob Sie Frau Lenzen, falls sie noch nicht den Moderatorstatus hat, ich meine, Sie gesehen zu haben, schon beim Reinkommen, eben, dass Sie dann im Zweifelsfalle lautschalten können, dass Frau Lenzen vielleicht die letzte Frage beantwortet. Ansonsten, Richard, unsere Lieblingsfrage, eine nicht sichere PSC-Diagnose, Listung für Retransplantation. Ja, da möchte ich jetzt auch wieder mit so einem plakativen Spruch kommen, den Herr Manns mir beigebracht hat in meiner frühesten Jahren der Ausbildung. Wir stellen keine Vermutung auf, wir machen Diagnosen und wir werden natürlich alles aufbieten, um die Diagnose zu sichern, aber im Zweifelsfall nennen wir das PSC-Rezidiv, wenn es für die Patienten von Vorteil ist, weil es keine klare Klassifikation gibt, das jetzt von der ITBL zu unterscheiden. Und dann gehen wir immer vom Worst-Case-Szenario aus, dass das die Erkrankung zurückgekommen ist und nennen es im Zweifelsfall so, wenn es in den Bildgebungen, das heißt ERCP oder in der MRT der Leber so aussieht. Henrike Lenzen, möchtest du die letzte Frage im Chat beantworten? Ich weiß nicht, ob du schon Zeit hattest, reinzugucken. Eine Frage
von Herrn Sigmüller zur Frage Alternativen, endoskopische Alternativen zur Ballondilatation oder ist auch nach Jahren dann immer extrahepatische Stenosen die Aufdehnung notwendig der Verengungen? Ja, ich würde sagen, wir diskutieren das vielleicht kurz nach meinem Vortrag, weil ich da so ein bisschen noch auf die technischen Aspekte eingehe. Und vielleicht ist da auch die ein oder andere Frage schon beantwortet. Ich würde vielleicht gleich nach der Pause nach meinem Vortrag darauf verweisen. Okay, wunderbar. Ich glaube, dann halten wir die Spannung. Vielen Dank dafür. Dann können wir da gucken, wie es weitergeht. So, Richard, ich gucke gerade hier nochmal ITBL und Rezidiv. SSC und Rezidiv. Kommentar dazu war eine Frage. Ja, eigentlich nicht, weil die SSC ist ja eine Schädigung durch zum Beispiel so einen Intensivaufenthalt, durch eine Blutungsstörung. Wenn man nicht das Pech hat, genau so einen schweren Intensivaufenthalt nach Transplantation wieder zu haben, sollte die Erkrankung nicht wiederkommen. Das ist, glaube ich, auch ein einfacher Punkt. Und SSC, für die, die jetzt nicht von betroffen sind, also eine Cholangitis, die jetzt nicht primär die klassische PSC hat, sondern wo es andere Gründe gibt, zum Beispiel langer Intensivaufenthalt bei einer anderen Erkrankung. So, dann Herr Pasternak fragt, Richard, wie lange nach LTX sollte bei PSC-Patienten kontrolliert werden und wie? Also nur Labor oder müssen die immer eine ERCP haben? Also Follow-up nach Transplantation aufgrund einer PSC? Also das A und O ist, dass Sie die Laboruntersuchung beim Hausarzt machen. Am Anfang natürlich irgendwie wöchentlich, dann nach ein paar Jahren, wenn alles gut läuft, reicht das in der Regel einmal im Quartal. Und dass man einmal im Jahr einen Ultraschall macht und natürlich, wenn irgendwie Probleme auftreten, dann auch. Man braucht da jetzt keine invasive Technologie, man braucht jetzt auch kein MRT regelmäßig machen. Wenn die Laborwerte gut sind und wir im Sono nichts sehen, ist da nichts Relevantes. Okay, weitere Fragen. Richard, wenn du durchgescreent hast, eine Frage war mit Spiralendoskopie, das können wir auch an Frau Lenzen nach ihrem Vortrag nochmal stellen. Die Chiesi-Diskussion können wir nochmal extra machen, vielleicht jetzt nicht hier, vielleicht kannst du da im Chat auch noch deine Meinung zu äußern und das sind die Fragen, die ich jetzt akut sehe hier im Chat. Sonst geben wir den Zuschauern vielleicht noch die Chance, 2 Minuten Pause zu machen. Mhm. Wir haben die Pause jetzt schon so ein bisschen überquatscht und damit wir dann in ein paar Minuten mit Frau Lenzen weitermachen können. Okay. Wunderbar, dann würde ich Folgendes vorschlagen, Rea, du machst dann weiter. Es ist 17.59 Uhr, um 18.03 Uhr geht es weiter. Dann können wir alle eine kurze biologische Pause machen und dann freuen wir uns auf den Vortrag von Frau Privatdozentin Lenzen um 18 Uhr. Und auch hier nochmal der Hinweis auf unsere virtuelle Ausstellung und im Chat können Sie Kontakt aufnehmen zu den Mitarbeitern von Biotest und Chiesi, die freundlicherweise uns hier bei der Durchführung der Veranstaltung unterstützt haben, wo wir ja ein bisschen technische Logistik haben und dafür auch ein paar Mittel brauchen. Also vielen Dank dafür und dann geht es gleich weiter. Super Vortrag, Richard, vielen Dank.
So, Richard, du machst weiter, ja, und moderierst Henrike und den Kritikpunkt. Wunderbar, ich hoffe, es hatten alle genug Zeit, sich frisch zu machen. Und dann freut es mich jetzt, Henrike Lenzen anzukündigen. Sie ist auch hier in der MAH, hat sie ihr Handwerkszeug gelernt, ist dann mit Heiner Wedemeyer nach Essen gegangen, ist ja auch ein großes Transplantationszentrum, hat dort die Leitung der Endoskopie übernommen und ist nach der Rückkehr von Heiner Wedemeyer auch wieder in die MAH gekommen, hat hier auch die Leitung der Endoskopie mit übernommen, leitet sie jetzt seit knapp einem halben Jahr auch alleine und ist unser Hauptansprechpartner für schwierige Fragen an den Gallenwegen. Und nachdem wir beim letzten Arztpatientenseminar viel Gewicht auf die Sonographie gelegt haben, wollen wir jetzt nach sehr guten Erfahrungen auch in Essen bei Arztpatientenseminaren der Endoskopie jetzt hier natürlich auch Raum einräumen. Henrike. Du bist noch stumm geschaltet? So, jetzt. Ja, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Meine Damen und Herren, da mein Titel ja von der Leberpunktion bis zu den Gallenwegen lautet, wollte ich den Einstieg und auch die Überleitung zu dem letzten Seminar kurz beginnen mit der Ultraschalluntersuchung beziehungsweise der Leberpunktion. Sie alle kennen die wirklich einfache, nicht invasive Ultraschalluntersuchung, die schnell durchzuführen ist, die nicht wehtut und die auch mit keiner Strahlenbelastung verbunden ist. Und im Rahmen dieser Ultraschalluntersuchung schauen wir uns natürlich die Leber an, die Leberdurchblutung. Und was wir als Endoskopiker beziehungsweise auch als Ultraschaller durchführen können, ist eine ultraschallgesteuerte Leberbiopsie. Wahrscheinlich werden viele von Ihnen das kennen. Das Verfahren läuft so ab, dass man eine lokale Betäubung zwischen dem Rippenraum bekommt und dann unter Ultraschallkontrolle, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, eine Biopsie aus der Leber entnimmt. Und da sind natürlich wichtige Informationen, die wir generieren können, wie eine Entzündung, Verfettung, Narben oder auch Gallenwegsschädigung. Da ist ja Herr Taubert auch schon drauf eingegangen. Und wir können natürlich dann danach schauen, und das ist eben extrem wichtig, wenn die Leberwerte erhöht sind, wenn irgendwelche Unklarheiten sind, gibt es eine Abstoßung, kommen Schäden durch eine Infektion vor, ist die Grunderkrankung wieder aufgetreten, wie wir es eben auch mit der PSC diskutiert haben, oder gibt es Veränderungen zum Beispiel durch Medikamente oder auch Verfettung. Auf der rechten Seite habe ich Ihnen mal so ein Bild mitgebracht, wie das dann aussieht unter dem Mikroskop. Das ist so ein Zylinder, von dem der Pathologe das dann beurteilt und dann mit dem Transplantationsteam, mit dem Herrn Privatdozenten Dr. Taubert und den Chirurgen natürlich auch zusammen diskutiert und die Therapie entsprechend anpasst. Ja, das war nur so ein ganz kleiner Exkurs zum Anfang. Wir wollen ja jetzt so ein bisschen auch über die Endoskopie sprechen. Was kann die Endoskopie dazu beitragen? Und ich habe Ihnen hier einmal mitgebracht die verschiedensten Handwerkszeuge, die wir zur Verfügung haben, die verschiedensten Endoskope. Auf der rechten Seite haben wir das Gastroskop, was unser kürzestes Endoskop ist. Dann haben wir das Koloskop mit unterschiedlichen Längen, so ungefähr 1,30, 1,40 lang. Und auf der linken Seite haben wir ein ganz langes, 2 Meter langes Dünndarm-Enteroskop. Und der Durchmesser ist hier so ein bisschen gezeigt. Das ist ein normales Gastroskop. Das hat so einen Durchmesser von 1 Zentimeter. Das Koloskop ist etwas dicker. Und wir haben aber auch wirklich ultradünne Endoskope zur Verfügung, wenn es mal Engstellen gibt, sogenannte Kindergeräte, die zum Beispiel dann auch über die Nase eingeführt werden können, eben ähnlich wie eine Lungenspiegelung. Auch in der Endoskopie hat die Technik der Fortschritt nicht Halt gemacht. Wir haben wirklich in den letzten Jahren viele Entwicklungen
gesehen, die wirklich sehr gut im Alltag für die Endoskope und auch für den Patienten implementiert werden können. Wir nutzen jetzt mit all unseren Endoskopen unabhängig vom Hersteller eine HD-Technologie, also wie Sie es auch vom Fernseher kennen. Wir haben 4K, wir haben virtuelle Möglichkeiten durch entsprechende Filter, die Schleimhaut zu beurteilen. Und ich habe Ihnen mal hier solche Bilder mitgebracht. Extreme Vergrößerungen sind möglich, hier wirklich kleinste Oberflächenstrukturen sich anzuschauen. Wir können dann entsprechende Filter drauflegen, sowohl mit einer Farbe als auch über die Software und schauen, ob dann zum Beispiel die Oberflächenstruktur in der Vorsorgekoloskopie auffällig aussieht oder nicht. Hier auf der rechten Seite dann nochmal ein Beispiel, wo man so eine Vergrößerung sieht von solchen Strukturen. Also das ist wirklich sehr, sehr genau und detailgetreu, wo wir dann runtergehen können und sagen können, ja, die Schleimhaut sieht hier so ein bisschen auffällig aus, ja, die Schleimhaut sieht ein bisschen entzündlich aus oder auch, dass da vielleicht auch Vorstufen zu einem Krebs dann aufgetreten sind. Also diese Möglichkeiten haben wir und die werden auch bei uns eingesetzt in unserem täglichen Arbeiten. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz auch, was braucht man für eine Endoskopie? Was muss vorliegen? Es ist klar, es muss natürlich die Fragestellung vorliegen. Was will man genau wissen? Will man einen Befund im Magen abgeklärt haben, im Darm oder auch zum Beispiel der Gallenwege? Und dann muss natürlich ein schriftliches Einverständnis vorliegen. Also eine Aufklärung muss erfolgt sein und Sie bzw. der Patient muss natürlich dann auch mit dem Eingriff einverstanden sein. Wir brauchen ein paar Laborwerte, falls wir Proben entnehmen müssen oder auch größere Polypen abtragen wollen. Und wichtig ist es, dass man vorher die Medikamenteneinnahme mit dem Arzt bespricht. Hier sind insbesondere blutverdünnende Medikamente wie Aspirin, Heparinspritzen oder auch Noax, Antikoagulantien wichtig. Aber auch zum Beispiel die Frage Diabetes mellitus, ist der vorhanden? Weil wenn man länger nüchtern sein muss, ist das natürlich ein wichtiges Thema, was man vorher dann mit dem Arzt auch besprechen muss. Und allgemein ist zu beachten, immer wenn wir eine Endoskopie durchführen mit einer Schlafmedikation, was ja sehr angenehm ist und was wir auch bei allen unseren Patienten anbieten, muss eine Begleitperson mit dabei sein, um dann einfach nach der Untersuchung auf den Patienten aufzupassen. Wichtig ist natürlich auch noch, dass man dann nicht selbstständig nach Hause fahren kann oder auch mit dem Fahrrad fahren kann. Da kann es dann aufgrund der eingeschränkten Reaktionsfähigkeit zu Unfällen kommen, sodass das nicht möglich ist, wenn man eine Schlafmedikation, eine Sedierung haben möchte. Ja, ich hatte Ihnen so ein bisschen was zu den Endoskopen gezeigt, zu den Gastroskopen und Koloskopen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch die Gallenwege zu spiegeln, was natürlich insbesondere bei nach einer Lebertransplantation teilweise in Frage kommt oder wichtig ist. Und hier habe ich Ihnen mal schematisch einfach dargestellt, wie die Gallenwege aufgeteilt sind. Eine Frage war schon im Chat über die extrahepatischen Gallenwege. Das ist dieser Gallengang, der praktisch von den kleinen Gallenwegen in der Leber, wo die Galle produziert wird, die Galle ableitet und dann mit der Bauchspeicheldrüsen, mit dem Bauchspeicheldrüsensaft zusammen in den Dünndarm abgibt. Und wenn Speisereste auftreten, wird eben die Galle, die sich gebildet hat, beziehungsweise in der Gallenblase gespeichert wird, abgegeben. Nach einer Transplantation ist die Gallenblase natürlich nicht mehr vorhanden, aber die Gallenproduktion ist unverändert und wir können dann über eine Magenspiegelung bis in den Zwölffingerdarm die Gallenwege auffädeln und spiegeln. Und diese Untersuchung nennt sich ERCP, die endoskopisch-retrograde Cholangiopankreatikographie. Meistens ist es ja nur eine Cholangiographie, eine Darstellung der Gallenwege. Und was wir tun, ist, wir stellen die Gallenwege mit einer Kontrastmitteldarstellung unter Röntgen dar. Das ist eine wichtige Untersuchung, weil in
vielen bis zu 30% der Fälle Gallenwegskomplikationen nach Lebertransplantation auftreten können. Und ich habe Ihnen mal mitgebracht, was für Möglichkeiten wir haben, um entsprechende Gallenwege zu behandeln. Das hier ist ein Bild einer fast normalen Darstellung. Das ist praktisch eine Röntgendarstellung. Und Sie sehen hier dieses Schwarze auf der Seite, das ist das Endoskop. Hier ist die Wirbelsäule zu sehen. Und Sie sehen dann ein fast normales Gallenwegsystem mit dieser Aufzweigung, zarten Verästelung in der Leber und dann der Gallengang, der hier abführt und hier in der Mitte so ein bisschen eng gestellt ist. Und auf dem Bild B und C ist es eine fortgeschrittene PSC, also primär sklerosierende Cholangitis. Und man sieht hier, dass diese Verzweigung, diese baumartige Verzweigung hier deutlich reduziert ist und dass es hier so zu Abstumpfungen und fehlenden kleinen Gallenwegen kommt. Und hier, das ist praktisch wie so ein abgestorbener Baum, das Gallenwegsystem. Und hier kann es natürlich dann zu Engstellenproblemen und auch Entzündungen kommen. Was haben wir da für Möglichkeiten? Wir haben die Möglichkeit, Prothesen einzusetzen, Gallengangsprothesen. Das sind sogenannte Plastikprothesen. Diese Prothesen können mit so einem kleinen Pigtailschwanz versehen sein. Die können aber auch ganz gerade sein. Und die ragen dann hier so aus dem Gallengang in den Zwölftingerdarm hinaus. Ich habe Ihnen das mal in live mitgebracht. Eigentlich wollte ich, dass Sie sich das dann auch mal angucken können und anfassen können. Das ist ja immer ganz interessant, wenn man weiß, was dann auch wirklich im Körper drin ist. Ich hoffe, Sie können das sehen. Das ist so ein Pigtail-Plastik-Prothese, die wir einsetzen und die kann sich dann so ein bisschen aufstellen und bleibt dann verankert sich dann im Gallengang, sodass er dann auch nicht rausrutschen kann. Diese Plastikprothesen muss man wechseln in regelmäßigen Abständen, alle 8 bis 12 Wochen, weil die einfach verstopfen und es dann zu fehlendem Abfluss der Gallenwege und auch Entzündungen kommen kann. Was haben wir noch für Möglichkeiten der Therapie? Wir haben Möglichkeiten, auch Metallprothesen einzusetzen. Das ist ähnlich wie beim Herzen. Nur unsere Prothesen sind natürlich viel, viel größer. Und es gibt diese Metallprothesen in allen möglichen Ausführungen, in groß, klein, dick, dünn, lang, kurz. Und es gibt sie ohne Ummantelung und es gibt sie mit einer Ummantelung. Das ist dann wie so eine Teflon-Beschichtung, dass man die dann auch wieder herausziehen kann nach gewisser Zeit aus dem Gallengang. Und das habe ich Ihnen auch nochmal mitgebracht. Das hier ist so eine Metallstütze-Prothese. Sie sehen, das ist relativ biegsam und man kann die dann praktisch einsetzen und die stellen sich dann auf und haben natürlich auch ein viel, viel größeres Lumen als die Plastikstents. Also das sind Mittel für die Behandlung von Engstellen, damit diese Engstellen im Gallenwegssystem offen bleiben, bei Anastomosen-Stenosen zum Beispiel. Und dann haben wir aber noch ganz viele andere Instrumente, wie so ein Nadelmesser, womit wir den Gallengang aufschneiden können. Wir können Biopsien und Proben entnehmen, das ist aus so einer kleinen Zange. Wir haben aber auch alle möglichen Körbe und Schlingen, wo wir Steine rausholen können. Es gibt Netze, die wir einsetzen können, um Fremdkörper aus dem Magen-Darm-Trakt hinausholen. Und dann haben wir Ballondilatationskatheter, die praktisch in das Gallenwegssystem hier so eingeführt werden und dann eine Dilatation, eine Aufweitung des Gallengangs erreichen. Und das sind wirklich enorme Drücke, die wir da aufwenden. Das ist mehr als ein Autoreifendruck, der da angewendet wird, um diese Engstellen dann wirklich dann auch aufzuknacken und aufzudehnen. Und hier habe ich Ihnen nochmal so ein paar Beispiele mitgebracht. Das hier ist ein Gallengang mit Kontrastmittel angespritzt. Hier ist das Endoskop und Sie sehen hier diese zwei würfelförmigen Aussparungen und das sind hier auf der rechten Seite diese so Konkremente und die können wir mit Ballon oder Körbchen oder Schlinge aus dem Gallenwegssystem herausholen, weil immer, wenn wir natürlich dann eine Verstopfung haben des Gallenwegssystems, kommt es zu Entzündung und zu Fieber und wir müssen
natürlich dieses Abflusshindernis beheben. Hier ist mal ein Beispiel für so eine Anastomosenstuhlstenose. Der Herr Dr. Taubert hat es auch gesagt, ist in der Regel sehr gut zu behandeln. Das hier ist die transplantierte Leber. Sie sehen hier, der Gallengang ist so ein bisschen aufgeweitet. Wenn es mehr ist als das Endoskop, bedeutet das, dass es so ein bisschen dick aufgestaut ist. Und dann haben wir hier diese Taillierung bei der Anastomose. Das ist der Gallengang, der eigene Gallengang des Leberempfängers. Und mit diesem Ballon, den wir dann da drüber legen, können wir diese Engstelle aufweiten. Und damit der Effekt auch länger gehalten wird, machen wir dann klassischerweise hier so eine Plastik-Endoprothesen-Einlage. Am Anfang eine und dann kommen zwei und manchmal auch drei oder vier, um dann halt nach 6 bis 12 Monaten diesen Effekt zu haben, dass wir diese Engstelle praktisch aufgedehnt haben. Veränderungen der Gallenwege, diese ITBL-Veränderungen sehen ähnlich aus wie bei PSC, nur das ist hier nach der Transplantation und man kann dann teilweise gar nicht auseinanderhalten, ist es jetzt die PSC, die wiedergekommen ist oder sind es einfach Abstoßungsveränderungen der Gallenwege, wie sie ja auch beim Lebergewebe auftreten können. Und diese Veränderungen werden auch behandelt mit Aufweitungen, mit Stents und den verschiedensten Möglichkeiten, wie ich sie Ihnen gezeigt habe. Was ist, wenn wir nicht so einfach über den Magen an die Gallenwege herankommen? Wir haben Möglichkeiten, einmal natürlich den Dünndarm uns anzuschauen und dann auch über den Dünndarm an die Gallenwege hinanzukommen. Das ist die Möglichkeit der Ballonenteroskopie, wo wir praktisch den Dünndarm mit diesem langen Endoskop, was 2 Meter lang ist, was ich Ihnen gezeigt habe, auffädeln und dann hin zur Leber spiegeln. Das dauert manchmal ein bisschen länger und wir haben dann die 9 Möglichkeiten der Motorisierung. Das heißt, anstatt so eines Ballons wird hier eine Spirale aufgesetzt auf dieses Endoskop und wir können hier mit einem Motor uns im Dünndarm vorbewegen. Wir drücken dann praktisch einfach nur auf dieses Pedal und das Endoskop schraubt sich praktisch vor und wir können dadurch dann die Anastomose erreichen und dann die Intervention der Gallenwegsbehandlung durchführen. Wenn das nicht möglich ist, da gibt es einige Fälle, zum Beispiel durch starke Verwachsungen, dass man nicht an die Gallenwege kommt, gibt es die Möglichkeit, dass man von außen in die Leber hineinsticht. Das ist so eine genannte perkutane Drainage. Wenn wir Engstellen haben, Anastomosensteine, können wir über die Rippen, ähnlich wie bei einer Leberpunktion, einen Draht vorlegen. Hier sind dann die Gallenwege, die wir praktisch jetzt nicht vom Magen aus, vom Zwölffingerdarm uns anschauen, sondern von der Kontrastmittelgabe über den Rippenbogen und sehen hier dann die Gallenwege und können dann dieses Abflusshindernis, was sich hier gebildet hat, mit entsprechenden Drainagen und auch Ballondilatation und Stents behandeln. Aber das ist natürlich ein Eingriff, der prinzipiell etwas aufwendiger und natürlich auch belastender ist für den Patienten, weil man natürlich dann mit so einem Schlauch draußen rumläuft. Und deswegen haben wir viele Alternativen und versuchen natürlich das auch zu umgehen und die Möglichkeiten durch den Magen praktisch zu favorisieren und auch zuerst auszureizen. So sieht das dann aus. Diese Drainage, die dann von der rechten Rippe zwischen Rippenraum über die Gallenwege dann in den Dünndarm gelegt wird. Und man kann dann hier große Abszessformationen, also Eiterformationen behandeln. Man kann spülen, man kann Steine behandeln und entsprechend die Galle dann auch wieder ableiten lassen, was ja wirklich immer das Wichtigste ist. Als letztes, meine letztes Bild, die Möglichkeiten, Sie haben es ja gesehen, bei dieser ERCP war es so, dass wir gar nicht im Gegensatz zu der Magenspiegelung die Schleimhaut oder das Gallenwegsystem direkt visualisieren können. Das heißt, wir hatten immer eine Röntgen-Kontrastmitteldarstellung und wir haben jetzt seit einigen Jahren auch Minikameras,
die wir über das Endoskop vorschieben können. Das ist wenige Millimeter dick. Und mit diesen Minikameras können wir direkt dann in die Gallenwege hineinschauen, um Engstellen oder beziehungsweise auch Therapien durchzuführen. Man kann da auch Biopsien nehmen. Und ich habe Ihnen einfach mal so zwei Videos als Abschluss mitgebracht, in den Blick in den Gallengang. Und Sie sehen, das hier ist ein ganz, ganz normaler, zart ausgekleideter Gallengang. Und wir gucken mit der Minikamera in den Gallengang rein. Und Sie sehen hier diese Steine, die hier rumwirbeln. Und natürlich dann auch letztendlich zu einer Verstopfung, zu einem Abflusshindernis führen. Und wir können dann mit entsprechenden Körbchen und Schlingen, wie Sie das hier sehen, die Steine dann auch wieder rausholen. Das ist bei den vielen Steinen dann so ein bisschen mühsam, aber die lassen sich dann gut auch herausziehen. Und wenn die Steine mal nicht herausgehen, gibt es die Möglichkeit der Zertrümmerung mit so einem Art Laser. Sehen Sie hier, legt man diesen Laser über die Minikamera vor und kann dann den Stein hier mit so elektrischen Schussfrequenzen praktisch zertrümmern, um dann die restlichen Steine rauszuspülen, um das Gallenwegsystem zu sanieren. Ja, und damit bin ich am Ende meines Vortrages. Sie haben, glaube ich, jederzeit auch die Möglichkeit, wenn Sie wollen und bei uns in der Endoskopie sind, sich mal anzuschauen, was wir da wirklich machen in den Gallenwegen, wie wirklich so ein Ballon aussieht oder wie so eine Plastikprothese aussieht. Da können Sie uns gerne ansprechen und wir zeigen Ihnen das. Wir haben immer eine Kiste von Beispielen. Also wenn Sie mögen, sind Sie herzlich eingeladen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Ja, Henrike, vielen Dank für deinen schönen Vortrag. Ich sehe, meine Vorredner, meine Nachrednerin haben alle Videos gezeigt. Ich muss demnächst auch Videos zeigen. Das ist immer sehr eindrücklich, das sagt mehr als 1000 Worte. Eine kurze Frage hier aus dem Chat, gleich von unten angefangen. Wie groß ist die Verletzungsgefahr bei dieser Spiralendoskopie? Ja, das ist eine gute Frage. Diese Spiralendoskopie wird in Vollnarkose gemacht und dadurch, dass sich diese Spirale durch die Speiseröhre windet, gibt es schon einige Kratzeffekte, würde ich mal so sagen, was aber alles im normalen Bereich ist. Also es gibt jetzt keine schweren Blutungen, aber man muss ein bisschen aufpassen. Und wenn natürlich eine Blutverdünnung dabei ist, muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Aber man fädelt den Darm auf und es zieht im Bauch, so dass man da so ein bisschen auch natürlich abwägen muss und das jetzt kein einfacher Eingriff ist wie eine Darmspiegelung. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, eine Frage im Chat war auch noch, haben wir so ein Gerät schon, Henrike? Können wir es Menschen anbieten? Noch nicht, aber bald und es wird bald kommen. Es gibt mittlerweile gute Daten dafür und für auch Transplantierte, die in der BDA sind. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit der Ballonenteroskopie. Und man muss ganz klar sagen, wenn man mit der Ballonenteroskopie hinkommt, bringt die Spirale nicht mehr. Es ist für den Untersucher vielleicht ein bisschen angenehmer, weil man einfach nur auf die Pedale drückt. Aber das Hauptproblem ist, wenn man hinkommt, haben wir über diesen 2-Meter-Endoskop einfach immer noch zu wenige Materialien und Katheter. Das heißt, die Katheter für die Spiralendoskopie und für die Ballonendoskopie sind gleich. Und ich kann natürlich mit 2 Meter weniger Druck ausüben und weniger aufdehnen und weniger manipulieren, als ich es mit einer normalen ERCP oder auch mit einer PDCD-Drainage von der Haut aus kann. Also das ist das Hauptproblem. Und da hoffen wir natürlich, dass die Hersteller uns da auch mehr Katheter und mehr Spielzeug an die Hand geben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade gemacht hast, dass wir eben sagen, es ist eine Chance sicherlich, also nochmal auch für die alle, die das nicht wissen, also
dass man der lange Weg, um dahin zu kommen, wenn der natürliche Weg, wenn der Gallengang jetzt eben nicht angeschlossen ist an den Dünndarm, wo es vorher, oder Gallengang an Gallengang, und dass man da jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen doch noch hinkommt, wo wir bisher nicht hingekommen sind, aber es ist nicht die Lösung für alle. Und manchmal ist die gute PTCD, oder nicht manchmal, aber ist wahrscheinlich dann auch in Zeiten der Spiralendoskope wahrscheinlich die vielleicht bessere Möglichkeit oder die Möglichkeit, wo wir mehr handeln können. Ne? Das ist ja, glaube ich, die Botschaft, die wir nehmen. Aber eine Chance für einige könnte schon sein, oder? Ja, definitiv. Ich wollte nochmal die extrahepatische Frage, die wollte ich nicht übergehen. Sie hatten es ja gesehen, also es hängt immer so ein bisschen davon ab, was die Grunderkrankung wirklich ist. Ist man vor oder nach Transplantation? Die Aufweitung mittels Dilatation ist schon die Therapie der Wahl. Wenn man das Gefühl hat, die Engstelle schnurrt sich schnell wieder zusammen, würde man halt Gefäßstützen wie Plastikprothesen oder im Einzelfall auch Metallstents einsetzen. Aber ansonsten gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt noch so Aufweitungsstifte, die wir aber nicht ganz so häufig einsetzen. Also die Ballondilatation in verschiedensten Größen ist schon die Dilatations- oder die Methode für Engstellen. Man kann Engstellen versuchen, noch so ein bisschen zu veröden und aufzuweiten und dadurch aufzudehnen. Aber letztendlich kommt es immer so ein bisschen auch auf die Grunderkrankung drauf an. Und dann war, glaube ich, noch eine Frage, die habe ich so reinblitzen sehen, ob die Stents wirklich so groß sind. Also im Prinzip, oder ob die so aussehen. Aber die gibt es natürlich in verschiedensten Längen, groß, klein, dick und dünn. Und den Metallstent, den ich Ihnen gezeigt habe, war schon ein etwas größerer Metallstent. Da gibt es auch kleinere, aber letztendlich fragen Sie einfach danach, wenn Sie bei uns sind. Ich zeige es Ihnen gerne. Sie können das anfassen und gucken. Die sind schon etwas größer als diese Mini-Stents, die wir bei den Kardiologen beim Herzinfarkt einsetzen. Darf ich noch was ergänzen zu den Gallengangsstenosen extrahepatisch? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann eine Operation. Das ist zwar immer die letzte Option, die wir gerne ziehen, aber gerade bei den extrahepatischen gibt es natürlich die Option, eine biliodigestive Anastomose anzulegen. Das ja. Vielleicht noch zur Ergänzung, auch wenn wir da immer bitten, das endoskopisch auszureizen, wie wir ja in der täglichen Diskussion immer haben. Ja, ganz wichtiger Punkt. Also wenn man, sage ich mal, bei so einer extrahepatischen Stenose dann auch nicht weiterkommt und die gelb werden und die Cholangitis und die Entzündung einfach da weiter besteht, dann muss man definitiv auch über so eine chirurgische Möglichkeit nachdenken und dann ist das auch die Therapie der Wahl. Ja. Aber Florian, für uns Internisten ist es doch immer eine Niederlage, wenn wir die Patienten letztlich doch zu euch schicken müssen. Das wollen wir ja vermeiden, aber wir arbeiten gut zusammen. Das ist genau, das Transplantationsmedizin denkt in Teamleistung und nicht in Fraktionen. Und von daher möchte ich jetzt die Diskussion auch mal beenden, weil ich mich sehr freue, jetzt noch Herrn Tegbur ankündigen zu können. Er leitet hier die Sport- und auch Rehabilitationsmedizin. Wir haben ihn eingeladen, weil er einer der Experten ist für solche Rehabilitationsmaßnahmen und auch Sportmaßnahmen vor und nach Transplantation. Wir hatten hier über viele Jahre ein Programm, das hieß NTX 360 Grad. Das hat sich genau damit beschäftigt, all das drumherum zu bauen an psychologischer und auch sportmedizinischer Unterstützung, was wir so als Klinikärzte oft hinten raus ein bisschen vergessen. Und wir wollen das natürlich auch für die Leber aufnehmen. Und da sind wir jetzt sehr gespannt auf den Vortrag von Herrn Tegbur. So, hallo. Könnten Sie das jetzt erkennen? Sind Sie noch nicht im Präsentationsmodus? Ja. Ja, perfekt. Kann losgehen. Super. Wir verstehen Sie auch sehr gut. Ja, ich bin Herr Tegbur. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Hauptthema ist ja jetzt auf der einen Seite, okay, was macht man an körperlicher Aktivität während oder nachdem man jetzt transplantiert ist, aber ein großes Anliegen ist natürlich auch immer schon, dass man vielleicht schon vorher anfängt, sportlich aktiv zu sein. Oben links sehen Sie, geht das, kann ich das zeigen? Ja, sehen Sie jetzt hier mein Zeiger auch, ne? Ja? Ist zu erkennen. Ja, kann man sehr gut sehen. Prima. Das ist unsere Stätte für die Sportler am Olympiastützpunkt. Dort haben wir unsere Untersuchungsstätte. Und wenn wir wissenschaftliche Studien machen, kommen auch durchaus Patienten dorthin, weil wir da spezielle diagnostische Geräte haben, zum Beispiel zur Kraftdiagnostik.
Ich mache mal das nächste Bild. Wie geht das jetzt hier unten? So, das betrifft uns leider alle. Und je älter wir werden, in Grün die Männer, in Rot die Frauen, geht es mit unserer Leistungsfähigkeit eben ständig bergab. Und wenn ich jetzt über körperliche Leistungsfähigkeit spreche, dann ist im Allgemeinen damit gemeint, wir machen einen Test auf dem Fahrradergometer und man schaut sich an, wie viel man dabei schafft und wie viel Sauerstoff man dabei verbrennt. Und so ab dem 30. Lebensjahr geht es eben bergab und im Wesentlichen liegt es daran, dass unsere Muskulatur immer leistungsschwächer wird. Hier habe ich mal eingezeichnet, wie Untersuchungsergebnisse sind von Menschen vor und nach Lebertransplantation. Sie sehen die beiden roten X'e im Vergleich dazu die Normalkurve und die Leistungsfähigkeit nach Transplantation ist ungefähr bei 60-70% der maximalen Leistungsfähigkeit der untrainierten Kontrollgruppe. Und da gibt es natürlich viele Gründe für. Ich will jetzt gleich auf die Muskulatur sprechen zu kommen, aber hier sehen Sie, welchen Einfluss so auf den Gesamtverlauf nach Transplantation es hat, wenn man eine gute körperliche Leistungsfähigkeit hat. Das heißt Peak VO2, das ist sozusagen das Maß der Sauerstoffaufnahme oder das Maß für die körperliche Leistungsfähigkeit. Wenn die größer als 60% ist, dann hat man eben einen wesentlich besseren Langzeitverlauf, als wenn sie deutlich reduziert ist. Die gute körperliche Leistungsfähigkeit ist also ein wichtiger Faktor für bessere Langzeitverläufe nach Lebertransplantation. Und das ist durch uns ganz stark beeinflussbar. Die Leistungsfähigkeit kann jeder von uns durch entsprechende Maßnahmen verbessern. Und die wesentliche Komponente der Leistungsfähigkeit hatte ich vorhin genannt. Für Sie, für uns alle ist der Muskel. Und wir müssen jetzt verstehen, warum der Muskel schwächer wird im Alter, aber vor allen Dingen, warum wird der Muskel schwächer, wenn wir lang chronisch krank sind. Und jetzt bitte ich Sie mal, auf den Zeiger zu schauen. Sie sehen jetzt hier einen Schnitt durch den Muskel und dieses kleine Ende hier, das ist die Muskelfaser, die Muskelzelle. Und ich zeige Ihnen jetzt gleich ein paar Bilder, wo Sie sozusagen auf diesen Querschnitt gucken, als Folge einer Muskelbiopsie. Also man kann jetzt so eine Probe entnehmen von dem vorderen Oberschenkel zum Beispiel und da sieht man dann folgendes Bild. Also jeder Kreis, den Sie hier sehen, ist eine Muskelfaser bzw. eine Muskelzelle. Und wenn man jetzt mal zwei Extreme hat, dann sehen wir eben, wir haben Kraftmuskelfasern, das sind die auf der linken Seite, die des Sprinters, also eine Muskelfaser ist eine Muskelzelle und der hat hier ganz viele dieser weißen davon und kann deshalb ganz schnell laufen. Und wenn die weißen Muskelfasern kontrahieren, wenn die sich anspannen, dann merken wir, oh, der Muskel wird sauer, der Muskel wird müde. Und auf der anderen Seite, auf der rechten, sehen Sie jetzt die Muskelstruktur von so einem Marathonläufer und der hat ganz viele dieser roten. Und die roten Fasern, die sind eben dadurch gekennzeichnet, dass sie neben den Kohlenhydraten auch die Fette verstoffwechseln können. Und Fette haben wir ja in der Regel ziemlich viel im Körper, sodass wir da sozusagen niemals einen Energiemangel haben. Und jetzt nochmal, um auf die linken, auf die linke Seite, diese weißen Fasern zu sprechen zu kommen. Wenn die arbeiten, werden die eben sauer und diese Säure, unten links das Laktat, das können wir mal leicht messen und feststellen, ob die Muskeln müde sind oder nicht. Das machen wir praktisch mit allen Patienten, die zu uns kommen. So, jetzt sehen Sie mal Bilder von Nichtsportlern, sondern vom Durchschnittsmenschen, links 22, rechts 87. Und Sie sehen, wenn wir einfach nur älter werden sozusagen und uns immer bewegen, denn werden unsere Muskeln zwar, unsere Muskelfasern, sowohl die Ausdauerfasern, die roten wie die weißen, zwar schmaler, aber die gehen nicht weg. Wenn man dann sich folgendes Bild anschaut, sieht man, was passiert, wenn man lang chronisch krank ist und sich der Muskel umbaut, zum Beispiel auch nach Organtransplantation. Und auf der rechten Seite sehen Sie das Bild eines 47-jährigen Untrainierten und auf der linken Seite sehen Sie das Bild, das Muskelfaserbild eines Patienten mit Nierendialyse. Und diese Veränderung der Muskelfasern finden wir auch bei Menschen mit Leber-, Herz- oder Lungentransplantation. Das heißt, die ganzen Ausdauerfasern verlieren wir. Und wenn wir dann sozusagen in unseren Alltag gehen und uns bewegen, dann müssen die restlichen weißen Fasern kontrahieren. Das heißt also, den Spaziergang mache ich nicht mehr mit meinen Ausdauerfasern, sondern mit meinen Kraftfasern. Und deshalb werde ich schnell müde und dann lasse ich den Spaziergang lieber sein. Was wir wissen ist,
wenn wir jetzt zum Beispiel jeden Tag einen Spaziergang durchführen, also ich gehe jeden Tag zum Beispiel 6000 Schritte und ich habe das vorher nicht gemacht, dann führt das dazu, dass aus meinen weißen Fasern wieder rote, leistungsstarke Fasern für den Alltag werden. Also dieses Muskelfaserbild, was sich durch lange Inaktivität so verändert hat, das können wir zum Teil auch wieder umdrehen. So, das ist jetzt ein Bild, es sind mehrere Bilder, aber diese Grafik zeigt uns jetzt Folgendes. Sie zeigt uns, was passiert mit der Muskulatur bei Menschen mit Leberzirrhose. Und oben sehen Sie in dem oberen Bild, was ich jetzt umkreise, dass die Muskelfasern der Rumpfmuskulatur, das ist ein Computertomographiebild im Bereich der Lendenwirbelsäule, dass die Muskeln ganz stark weggegangen sind. Und unten sehen Sie den normalen Muskelgehalt im Durchschnitt der Rumpfmuskulatur. Also jetzt gehen nicht nur die Muskeln in Beinen und Armen weg, sondern auch die des Rumpfes. Nächste Bild zeigt uns jetzt wieder auf der linken Seite das Bild oben, Sarkopenie, das heißt Muskelverlust bei Leberzirrhose und unten Kontrolle. Und ich zeige Ihnen jetzt mal diese Einzerfasern, das sind sozusagen die Ausdauerfasern. Die Ausdauerfasern, die gehen besonders stark weg bei Menschen, die inaktiv sind und an Leberzirrhose leiden. Das hat auch damit zu tun, dass der Körper ganz stark die Muskeleiweiße, also die Eiweißspeicher in unserem Körper ist ja vor allen Dingen die Muskulatur, dass ganz stark die Muskeleiweiße mit verbrannt werden und deshalb die Muskulatur stärker schwindet. Dieses Bild macht mir immer ganz dolle Hoffnung. Hier hat man eine Untersuchung gemacht mit Muskelbiopsien, mit Menschen, die so fast 100 Jahre alt sind. Und man sieht, dass unser Körper, ob krank oder gesund, unser Körper kann auch bis zum 100. Lebensjahr die Muskelfasern wieder verstärken und größer werden lassen. Nach nur 3 Monaten Training sind sowohl die Muskelfaser Typ 1, die Ausdauerfasern, die roten, oder auch die Kraftfasern um 15-30% vom Volumen her wieder gewachsen. Also eigentlich können wir mit dem Training immer anfangen. So, wenn wir jetzt über Training nach Transplantation sprechen, wissen wir ja, dass mit der Transplantation und mit den Medikamenten auch zahlreiche Nebenwirkungen einhergehen. Eine Nebenwirkung ist zum Beispiel der Knochenverlust, die Osteoporose. Wir wissen, dass körperliche Aktivität oder auch Ausdauertraining ganz stark gegen die Nebenwirkungen wirkt. Zum Beispiel Ausdauertraining wirkt antidepressiv. Ausdauertraining senkt das Krebsrisiko. Ausdauertraining senkt den Blutdruck, senkt den Blutzucker, verbessert die Herzfunktion. Und Ausdauertraining reduziert das Demenzrisiko. So, jeder von uns ist anders und jeder hat seine eigenen Sorgen und jeder hat vor allen Dingen auch seine eigene Leistungsfähigkeit. So, und das möchte ich gerne mit diesem Bild hier zeigen, was jetzt kommt. Auf der rechten Seite sehen Sie diesen Fahrradergometertest, den ich vorhin erzählt hatte. In grün sehen Sie die Werte des Laktats, also wie die weißen Fasern langsam müde werden und immer müder werden, und in rot den Puls. Und ich möchte verweisen auf diesen Kasten hier. Dieser Olympia-Athlet, das ist ein Judoka, der hat eine Medaille gewonnen bei den Olympischen Spielen. Der trainiert immer sehr im anstrengenden Trainingsbereich. Sie sehen, die Kurve steigt hier stark an, als Zeichen der dollen Muskelanstrengung. Auf der rechten Seite sehen Sie hier ein Bild einer Patientin, die ganz stark eingeschränkt ist durch ihre Erkrankung. Und da geht es darum, dass diese Patientin vor allem übt in einem Bereich, der für unseren Alltag wichtig ist. Und ich will damit sagen, dass immer wenn jemand zu uns kommt mit der Frage, was kann ich für mich tun, wir immer erfassen müssen, wie ist ihre Belastbarkeit aktuell, damit wir für sie die richtigen Maßnahmen oder die richtigen Trainingsinhalte festlegen können. Dazu zählt natürlich auch immer, welche verschiedenen Risikofaktoren oder Erkrankungen hat man. Das gehört natürlich auch die Arthrose zum Beispiel dazu. Wenn das Knie, wenn das wehtut, kann man kein ganz dolles Walking-Programm machen. Da muss man vielleicht eher aufs Fahrradergometer gehen. Also man betrachtet immer den ganzen Menschen, um die Ziele festzulegen. Und die Ziele und die Inhalte sind immer für Sie persönlich einzigartig. Ich möchte jetzt hier mal zeigen, wie das mit der Osteoporose so ist. Wir wissen nach Organtransplantation, man leidet unter dem Knochendichteverlust und unter muskulärer Schwäche. Das machen unter anderem die Immunabwehrmedikamente.
Und jetzt hat, das ist schon fast 20 Jahre alt, die Untersuchung, aber die ist für mich sozusagen weiterhin eine Leitlinie. Ein Ziel hier war es, zu untersuchen, ob ein sechsmonatiges Kräftigungstraining bei Menschen nach Transplantation die Knochendichte und die Muskelkraft verbessert. 23 Patienten waren in der Trainingsgruppe und 24 waren in der Kontrollgruppe. Und die Patienten haben Folgendes gemacht. Die haben nur einmal in der Woche folgende Übung gemacht, bis die Muskeln erschöpft waren. Immer das Aufstrecken, also in diese Richtung. Und dabei wurden die Muskeln und die Knochen hier vor allen Dingen im Bereich der Wirbelsäule richtig aktiv bewegt. So, wenn wir jetzt an das Training für unsere Knochengesundheit denken, dann wirkt das ganz anders, als wenn wir zum Beispiel den Blutdruck senken. Und zwar ist das so, Sie sehen das hier nicht an dem Beispiel dieser Grafik, der Muskel setzt mit seiner Sehne hier an dem Knochen an und der Knochen, das ist so nicht nur ein Betonpfeiler, der Knochen lebt. Und wenn der Muskel an diesem Knochen zieht, dann kommt die Knochenstruktur in Bewegung, die Knochenzellen bewegen sich und damit wird der Knochenaufbau aktiviert. Wie unten das Bild von rechts nach links. Also, überall da, wo der Muskel an dem Knochen zieht, da wird der Knochen fester. Das bedeutet, wenn man gegen die Osteoporose trainiert, dann muss man die Muskeln des ganzen Körpers aktivieren, also nicht nur auf dem Fahrrad sitzen und eine Tour machen, sondern auch den Oberkörper trainieren. Ich sage mal, jedes große Gelenk so einmal richtig kräftigungsmäßig beüben in der Woche. Das wäre für uns alle und für Sie als Lebertransplantierte besonders gut. So, und dann hat man eben diese Knochendichte gemessen bei einer Subgruppe und man sieht, dass das einmalige Training in der Woche dazu geführt hat, dass die Knochendichte, also gestartet sozusagen nach Transplantation, 2 Monate nach Transplantation, dass 8 Monate nach Transplantation die Knochendichte fast wieder auf dem Level war wie vor der Transplantation. So. Das Besondere, sage ich mal, der Versorgung der Transplantierten, also anders als zum Beispiel jetzt Menschen nach Herzinfarkt, ist, dass die natürlich jetzt nicht alle in Hannover drumherum wohnen. Also Sie sehen hier unsere Trainingseinrichtung, unsere Testeinrichtung an der Medizinischen Hochschule. Man kann üben, wir können alles schön beobachten, EKG uns angucken, Blutdruck, Muskelbelastung und so weiter. Aber das Besondere ist eben, die meisten Menschen wohnen ja gar nicht so im Umkreis der MAH, sondern wohnen weit weg. Und das bedeutet, man muss sich überlegen, welche Trainingsprogramme kann man für sie zu Hause planen und umsetzen und sie dort unterstützen. Und das haben wir vor vielen Jahren mal angefangen mit Herz- und Lungentransplantierten. Die Patienten von uns haben Ergometer nach Hause bekommen und dann haben wir so Ergometer-Trainingsprogramme gemacht. Und Sie sehen hier in Rot, das sind die Herztransplantierten, in Blau die lungentransplantierten Patienten, die Verbesserung der Belastbarkeit um 60%, die läuft über Jahre. Also das ist auch ein Zeichen dafür, dass dieser Muskelumbau, den ich Ihnen am Anfang erläutert habe, dass der nach und nach Monat für Monat, Jahr für Jahr immer besser wird. Also Sie werden sich über Jahre verbessern in ihrer Belastbarkeit, wenn sie stetig dranbleibt. Die Herz- und Lungentransplantierten haben im Durchschnitt 2,3 bis 3 Mal pro Woche trainiert im ersten Jahr. Später waren es dann im Durchschnitt noch 1,6 Mal pro Woche, aber immer regelmäßig trainiert. Wir sind jetzt mittlerweile von den Fahrradergometern weg. Das werde ich Ihnen gleich erklären, warum. Das Wichtige ist eben, dass man mit dieser Leistungssteigerung eben in Bereiche kommt, wo der Alltag eben gut bewältigt werden kann von uns. Wenn man jetzt an das Training denkt, was grundsätzlich so empfohlen wird nach Transplantation für Sie, dann steht an erster Stelle für mich die Ausdaueraktivität. Ausdauer, wir reden dann nicht nur über Training, sondern wenn man jetzt wenig belastbar ist, dann ist auch ein regelmäßiger täglicher Spaziergang von 20 Minuten mit 2.000 bis 3.000 Schritten auch immer schon ein Training für die Muskeln. Das führt dazu, dass der Blutdruck abgesenkt wird, dass die Muskelfasern sich wieder zu Ausdauermuskelfasern umbauen. Und was auf jeden Fall dazu muss, und das gilt ganz besonders für die Menschen, die ganz dünn sind und wenig Fett am Körper haben, das Kräftigungstraining, dass der Muskel wieder aufgebaut wird. Und da ist es so, wie ich es vorhin sagte, jedes große Gelenk einmal so richtig trainieren und dazu die Beweglichkeit und Koordination üben. Und ein wichtiger Hinweis, das gilt sowohl für den Menschen, der zu den Olympischen Spielen fährt, wie auch für Sie und für mich.
wenn wir schon trainieren, dann wollen wir das Beste von dem Training auch mitnehmen. Und das ist nämlich, wenn die Anpassung, dass der Muskel wächst und stärker wird. Und da hat sich gezeigt, dass wenn man jetzt nach dem Training direkt Kohlenhydrate und Proteine nimmt, also flüssig oder fest eben, dass diese Proteine, wenn die direkt nach dem Training genommen werden oder nach dem Spazieren genommen werden, sich viel schneller in den Muskel einbauen und helfen, dass der Muskel wieder stärker wird. Also immer das richtige Trinken und Essen direkt nach der Aktivität. Wenn wir jetzt da rangehen in der Sportmedizin, dann ist immer das zunächst das erste Mal, wir machen die Leistungsdiagnostik. Das heißt, wir gucken, wie ist die Leistungsfähigkeit und schauen mit dieser Laktatkurve, was ist das ideale Trainingsprogramm. Und dann geht es natürlich darum, das steht ja hier heimatnahe Einbindung in das Trainingsnetzwerk, dass man sich überlegt für jeden Teilnehmenden, wie kann man zu Hause trainieren und kann man vielleicht bestimmte Anbindungen an Trainingsgruppen, zum Beispiel im Reha-Sport, initiieren. Praktisch läuft das so, wir haben mittlerweile, Sie sehen hier links diese Uhr, das ist so eine Uhr, die zeichnet die Herzfrequenz auf einem Handgelenk und misst zum Beispiel, wie schnell Sie sich bewegen, also ob der Spaziergang jetzt mit 4 km/h pro Stunde geht oder mit 6 km/h, das misst die Uhr. Und wenn Menschen von uns eben trainiert werden möchten oder betreut werden möchten, dann machen wir das so, dass diese Uhr die Trainingsdaten zu uns in die MRH sendet. Das geht praktisch automatisch und wir dann im monatlichen Feedback das Training zu Hause mit Ihnen besprechen. Wir können auch sehen, ob das Training zu viel ist oder ob die Übungen zu wenig sind. Und dann melden wir uns bei Ihnen und besprechen das. Die nächste Ebene ist hier, machen wir gerade in 2 Projekten mit Krebspatienten und mit Herzpatienten, dass wir über diese Trainingsmaßnahmen mit den Wearables zusätzlich so 20-minütige Videos machen und nach Hause geben, die der Belastbarkeit des Patienten entspricht. Also schafft man nun 40 Watt oder 60 oder 80, gibt unterschiedliche Videos und die betreffen immer das Ganzkörpertraining, was ich Ihnen vorhin erzählt hatte, mit jedes große Gelenk einmal in der Woche so richtig trainieren. So, oh, ich bin schon am Ende. Ich habe ja vorhin gesagt, das hat auch so Einflüsse auf unser Gemüt. Und das, was ich jetzt am meisten mitnehme, wenn ich jetzt sportel, ist immer, dass ich in einer guten Stimmung bin. Und das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön und auf Wiedersehen hoffentlich. Vielen Dank, Herr Tegbur. Die gute Stimmung hat sich zumindest auch auf mich übertragen. Ich möchte am liebsten gleich Turnschuhe anziehen und loslaufen. Ich möchte, bevor dem Patienten geht es hoffentlich genauso, ich möchte eine Frage noch mal an Herrn von Dran schicken, soweit er noch da ist. Wenn die Patienten jetzt nach der Transplantation gleich loslaufen sollen, ab wann haben Sie denn dein Freizeichen? Also es hängt natürlich individuell ab, das ist klar. Das kam ja auch von Herrn Dickburg ganz klar rüber. Die Belastbarkeit von jedem Patienten muss angepasst werden. Was wir sagen, was die übliche Wundheilung angeht, da beachten wir insbesondere die Bauchdeckennaht. Das ist ja eine große Schwachstelle, weil die Schnitte ja doch ein gewisses Ausmaß leider haben. Da sagen wir eigentlich 3 Monate bis zur vollen Belastbarkeit, was eine normale Regeneration angeht. Natürlich bei einem schwierigeren Verlauf und so mag das anders sein, aber so etwa 3 Monate vorher sagen wir schon, man kann schon früher Fahrrad fahren, solche Sachen machen. Aber was gerade so wirklich mehr in Richtung Leistungsaufbau ist, wo man auch Bauchmuskeln und sowas einsetzt, da sagen wir Belastungsgrenze von 5 Kilo. Ach. Jetzt kommt der Tickbur. Ja, ich hätte das Bild nicht weglassen sollen, aber ich habe so ein Bild, was passiert, wenn man jetzt nach einer Operation im Bett liegt und sich gar nicht bewegt, also wenn man den Muskel gar nicht mehr anspannt. Und das führt dazu, dass die Muskelfasern innerhalb von 2 Wochen zwischen 30% und 50% ihres Volumens verlieren. Ja, und Herr von Dran denkt natürlich an Training und so, wie ich es beschrieben habe, machst du für den ganzen Körper und so weiter. Aber es ist ultra wichtig, dass man so früh es geht, so ein bisschen Muskeln, Anspannungsübungen macht und Durchblutung in die Muskeln bringt. Ne? Und das macht man im Bett, damit die Fasern nicht weggehen. Und warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Man muss sozusagen das, was man seinem Körper zumutet, ne? Das muss man immer an die jeweilige Situation angepasst machen. Und es ist praktisch immer möglich, dass man dafür sorgt, dass man seine Muskeln nicht verliert. Da kann ich auch nur noch vielleicht nochmal nachsitzen, also das kann ich nur unterstreichen.
von der chirurgischen Seite ist so, wenn die Naht gesetzt ist, dann bedeutet das, der Patient kann sich selber im Alltag normal belasten. Also er darf aufstehen, der darf umherlaufen. Genau das, was der TECPO sagt. Wir motivieren auch, früh aufzustehen. Das wissen wir, dass das besser ist für, ich sag mal, die Darmtätigkeit, auch gegen Schmerzen gut ist. Also von der Naht her darf man sich normal belasten. Man sollte nur keine zusätzliche Belastung im Sinne von Training zu früh anfangen. Aber Belastbarkeit, was die eigene Körperbewegung angeht, auf jeden Fall so schnell wie geht. TECPO, darf ich auch noch eine Frage stellen? Jetzt nehmen wir das andere Extrem. Wir haben unsere kranken Patienten vor Transplantation. Jetzt wollen wir, sagen wir denen, ja, Transplantation wird noch ein paar Monate dauern, halten sich mal fit. Es gibt ja immer viele Mythen, die sich halten. Früher hat man gesagt, oh, die Leberpatienten sollen nicht so viel Eiweiß zu sich nehmen. Das haben wir, glaube ich, schon sehr erfolgreich dagegen gesteuert. Aber kann sich der Leberzirrhose-Patient überanstrengen von der Leberseite her? Kann der was falsch machen? Jeder kann sich überanstrengen. Und das, wenn ich jetzt an diese Bilder denke von den Menschen mit Zirrhose, ne, was ich auf jeden Fall zu Hause machen würde, ist, dass ich mit Hanteln versuche, meine Muskeln zu belasten, ne, dass die sozusagen einen Wachstumsreiz kriegen. Und ein Wachstumsreiz bedeutet, ich sage mal, Sie können es jetzt nicht sehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier, das ist furchtbar mit den Videos. Also, wenn ich jetzt sozusagen das Zehnmal mache und ich merke, mein Muskel wird sauer, ne, dann hat der Muskel einen Wachstumsreiz gekriegt, dass er sich nicht abbaut. Und diese Information, die hält ungefähr eine Woche an. Und wenn ich spüre, oh, jetzt mein Muskel ist müde, da kann ich mich nicht überlasten. Das kann ich wunderbar machen. Aber wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt mein Fahrrad und fahre einmal um Stein oder mehr und nach einer Hälfte bin ich schon kaputt und dann quäle ich mich, bis ich nicht mehr kann. Das brauche ich nicht, sozusagen. Ne? Diese Kräftigungsübung nochmal als Hinweis, die verbrennen nicht so viel Fett oder gar kein Fett, muss man im Prinzip sagen. Die bauen den Muskel auf. Und das würde ich in jedem Falle umsetzen, Woche für Woche, auch wenn es mir eigentlich ziemlich schlecht geht. Eine Frage im Chat war auch noch, können sich Patienten bei Ihnen oder auch in Ihrem Institut vorstellen? Jeder kann sofort kommen. Also das ist ja das Tolle hier an der Hochschule, muss man ja ganz klar sagen. Wir sind ja so organisiert, dass Menschen vor oder auch nach dem stationären Aufenthalt durch uns ja immer versorgt werden können. Die können zu uns in die Hochschulambulanz kommen und das, was ich gerade gesagt habe, genau das machen wir. Wenn sich jemand vorstellt und sagt, er möchte gerne ein Trainingsprogramm haben oder möchte gerne zu uns kommen, einmal in der Woche zum Training, funktioniert alles. Und das, was eben sehr, sehr gut möglich ist, ist, wir geben auch diese Variables hier, ich habe auch gerade eine oben, ne, so eine, wir geben die ja auch aus und mit. Wenn jetzt jemand in einer Ostsee wohnt oder sowas, dann kriegt er seine Chats und seine Informationen mit dem Training, kann kommen, wunderbar. So muss sich anmelden und hat eine Vorlaufzeit von 2 bis 4 Wochen. Das Ideale, wenn ich das nochmal sagen darf, wenn man sich sowieso vorstellt in der Hochschule, in der TX-Sprechstunde zum Beispiel, wenn man der sich rechtzeitig oder die sich rechtzeitig meldet bei uns, dann kann man das oft zusammen terminieren. Ruf nochmal, das ist eine praktische Frage. Also wo sollen sich die Patienten melden? Dann brauchen die eine Überweisung vom Hausarzt. Wie geht das praktisch? Also eine Überweisung wäre wünschenswert vom Hausarzt, wie es bei uns in der Hochschulambulanz ist. Und dann, lass uns doch ganz einfach machen, könnt ihr sozusagen Flyer austeilen bei euch in den Ambulanzen, ne? Haben wir ja, müssten wir euch nur geben. Und dann melden sich unter 532-5499 an oder auf unserer Homepage. 532-5499 oder auf unserer Homepage. Ich meine, es kommen ja auch schon manche, ist ja jetzt nicht so sozusagen, dass das ganz neu ist, ne? Aber man möchte natürlich, ich sag mal so, das ist vielleicht so ein Prinzip. Jedem Patienten, der das möchte, dem sollte man die Möglichkeit geben. Vielleicht noch einmal, du hast das schon mehrfach betont, aber was ist mir so wichtig ist, wenn die Leute Sport denken, dass sie wirklich diese zwei Dinge trennen. Ausdauer versus diese akuten Kraftsachen, um Muskeln aufzubauen. Das kann man ja gar nicht häufig genug betonen. Und erstmal jetzt beides ist wichtig, aber nochmal und mit diesem Kraftaufbau, Muskel, Beine bewegen, dass ich da eigentlich ganz früh mit anfangen kann und alle anderen logistischen Gründe drumherum, dass ich jetzt vielleicht, warum auch immer, nicht ewig lange Fahrrad fahren will oder andere Sachen, die keinen Grund sind, nicht diese akuten Kraftsachen zu machen.
Also man hat ja verschiedene Ziele. Also den Blutdruck senke ich mit den Ausdaueraktivitäten und Knochen- und Muskelaufbau mache ich mit dem Krafttraining. Und je nachdem, wo meine größeren Probleme sind, trainiere ich natürlich auch entsprechend mehr. Also ich finde hier ist immer eine gute Stimme bei euch, wenn ihr eure Fortbildung macht. Ganz toll. Ich freue mich, wenn die Patienten wieder da sein können. Richard, hast du nochmal gescreent? Ich screene, ja, ich screene parallel gerade nochmal den Chat. Ich glaube, was wir nochmal sagen müssen, also ganz, ganz vielen hat der Beitrag sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie Sie das hier parallel mitlesen können. Es kommen weniger Fragen als Lobbekundungen, muss man sagen. Also ich glaube, wir hätten Sie viel früher einladen müssen. Ja, Herr Torwart. Ganz kurz nochmal, hier gibt es was Infektiologisches von Herrn Lange. CMV Hochrisikogruppe kann Training gegebenenfalls das Risiko senken. Sport hilft ja immer, hast du uns erzählt, für alles. Naja, also wenn man das Immunsystem betrachtet, ne, dann kannst du durch zu viel Sport auch deine Abwehr reduzieren. Aber im Grunde ist es so, dass wenn man Sport richtig dosiert, die virale Abwehr verbessert. Konkrete Frage aus dem Chat. Wie viel, so als Faustregel, wie viel Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht soll man da einplanen vor Transplantation? Bei den Leberzirrhose-Patienten sagen wir immer so 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß am Tag. Ist das auch eine gute Faustformel für danach? Wenn Sie es da nicht gesagt hätten, hätte ich es genauso gesagt. 1,2 bis 1,5. Ja, umso einfacher. Kann man sich merken, vor und nach Transplant. Ja, aber das, was ich jetzt wichtig fand, ist, weißt du, der Muskel, wenn der jetzt gerade trainiert hat, der saugt das Eiweiß, die Aminosäuren praktisch aus dem Blut auf. Ne? Also nicht erst 6 Stunden warten und dann abends sozusagen irgendwas Eiweißreiches essen, sondern direkt nach dem Training was zuführen, was man gut verträgt. Ne? Frage von mir, weil ich immer auch viele, wir sind ja immer konfrontiert mit irgendwelchen Substitutionspräparaten. Reicht eine normale Mischkost oder müssen es irgendwelche High Energy, High Protein, teuren Produkte sein? Ach, meine Lieblingsfrage. Einer meiner Lieblingsfragen. Also, ich sag mal, auch wenn du zu Olympischen Spielen fährst, musst du keine Pulver nehmen. Ne? Was man eigentlich möchte, ist, dass du sozusagen deine Ernährung so zusammenstellst, dass du damit alles perfekt abdeckst. Und wenn man jetzt zum Beispiel, sag mal ganz einfach, wenn du Milchprodukte verträgst, was perfekt nach dem Training ist, so ein Skier zum Beispiel. Ne? Also ein Skier schlägt jeden Eiweißdrink. Wenn man keine Milchprodukte verträgt, dann gibt es das auch als Sojaprodukt. Also gibt überhaupt keine Notwendigkeit. Ganz im Gegenteil. Gibt ja so ein paar Studien, wenn du dem Körper zu viel gibst, ne? Also wenn, sag mal, Vitamin C, gibst du jeden Tag 1000 Milligramm Vitamin C. Was bedeutet denn das für den Sportler? Der hemmt seine Adaptationsprozesse, die eigentlich durch die freien Radikale, ist jetzt so kompliziert, egal. Auf jeden Fall, ihr braucht nicht mehr als das, was in unserem Essen drin ist, wenn er das richtige Essen nimmt. Ja. Ne? Also ein Skier nach dem Training, perfekt. Ich glaube, ein bisschen gesunder Menschenverstand. Mein anderer Standardspruch ist immer, wir leben in Deutschland ja wirklich auf vielen Ebenen sehr luxuriös und wenn wir Produkte mit gesundem Menschenverstand kaufen, wenn wir uns ausgewogen ernähren, dann ist es eigentlich fast unmöglich, sich Mangel zu ernähren in Deutschland, was Vitamine, was Spurenelemente angeht. Wie gesagt, hier bestimmte Tipps gibt es auf verschiedenen Ebenen. Wir haben ja auch unser Ernährungsteam. Und auch wenn Sie als Transplantierte nochmal eine Frage haben, wir werden das möglich machen, dass Sie auch von unserem Ernährungsteam beraten werden können. Und Sport, Ernährung, Endoskopie, wie wir heute hatten, und auch neue Entwicklungen, die ganz vorne dran sind, was Medikamente angeht, was Perfusionen angeht. Ich glaube, das ist das, was unsere Transplantationsmedizin hier auszeichnet und die wir weiterentwickeln wollen, damit möglichst viele Menschen davon profitieren. Ich danke nochmal Richard Torwart und du hast das allerletzte Wort und danke Uwe Tegbur, hat Spaß gemacht. Richard, du hast das allerletzte Wort, vielen Dank. Ja, ich wollte nur noch eine Sache als Hepatologe erwähnen, wenn wir schon immer über Essen reden, das Eiweiß sollte bitte tot sein.
Nach Transplantation. Ja, wir sind hier in Niedersachsen, sind wir im Mettland. Das sollten Sie nach Transplantation bitte beachten, dass das Eiweiß tot ist und mindestens 10 Minuten 70 Grad auch im Innenbereich gesehen hat, damit Sie nicht an der Hepatitis E zum Beispiel erkranken. Wir hatten in einem unserer letzten Arzt-Patienten-Seminare auch sehr viele praktische Tipps von Herrn Dölle, wie man Hygiene in der Küche beachtet, wie man Bretter trennt, wie man Salate abwäscht und sowas. Also das soll man natürlich bei aller Euphorie zum Eiweiß mit beachten. Willst du uns noch was sagen, Heiner? Also ja, allen einen schönen Abend wünschen. Also nochmal vielen Dank an alle Beteiligten. Ich bin wirklich begeistert, dass wir auch wieder über 100 Teilnehmer hatten, dass Sie auch jetzt so lange dabei sind. Geben Sie uns Anregungen und Feedback. Und nochmal ganz herzlichen Dank, Richard. Ich glaube, das war wieder ein tolles Programm, was du zusammengestellt hast. Und wir werden das fortsetzen in dieser Form. Ich glaube, das ist ein Mehrwert für alle Beteiligten. Uns macht es Spaß, wie Sie hoffentlich auch merken. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, dass wir das Programm gemeinsam weiterentwickeln. Und wir brauchen auch Ihre Rückmeldung, wir brauchen Ihre Erfahrungen, um die Versorgung hier besser zu machen. Das eine ist Medizin, das sind auch strukturelle Dinge. Wir haben schwierige Zeiten, auch insbesondere durch die Pandemie, die jetzt viele Mitarbeiter betrifft. Dadurch sind auch, sage ich mal, im Ablauf läuft nicht immer alles optimal. Das ist uns bewusst. Wir danken aber trotzdem Ihnen allen für das Feedback. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Und für die Ärzte, die hier teilnehmen und auch vielleicht für alle, weil unsere nächste Veranstaltung ist unser interdisziplinärer Lipidzirkel, der am 27. April ist, und wir haben Anfang Mai dann auch gleich eine Veranstaltung zu seltenen Lebererkrankungen, wo wir unter anderem Kupferspeicherkrankheit besprechen, aber auch die Porphyrie- und Speichererkrankungen. Und auch allen danke für die technische Unterstützung und allen einen schönen Abend. Alles Gute. Danke, Richard, nochmal. Danke allen Beteiligten. Tschüss. Schönen Abend. Gehen Sie raus, machen Sie einen Abendspaziergang als Ausdauertraining.